Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Hallihallöchen. Ja, wir schauen mal wieder in Star Citizen rein. Mal schauen, wie es läuft heute. Ja. Die letzte Zeit lief es wohl nicht ganz so gut. Nee. Aber da müssen wir mal gucken. Ja, da fällt mir auf, ich habe was vergessen. Was hast du denn vergessen? Und zwar Musik im Hintergrund. Musik im Hintergrund. Na ja, gut. Das müssen wir noch mal eben nachholen. So, das. Wo ist es denn jetzt da? Nee, das ist es nicht. Das ist es. So, machen wir das klein. Wo ist OBS? Wo ist OBS? Sag mal. Und doof, das Zeichen zu sehen. So, jetzt aber. Ja. Ja. Na dann, lass uns rein. Ich würde sagen, schnacken wir nicht lange, wa? Jo, ist so. Einfach Gucken mal gucken, wir. was läuft. Genau. Best ist ausgewählt. 3, 2, 1. Let's Meins. go. Mal sehen, ob ich jetzt reinkomme. Am Montag, während des Yellow Ends Trainings, als wir diese ganzen Abstürze hatten und 30k, bin ich irgendwann nicht mehr reingekommen. Okay. Konnte nicht mehr auf dem Server joinen. War nicht möglich. Das ist schlecht. Ja, irgendwie hat er dann mit meinem Spawn-Punkt ein Problem gehabt. Oh, okay, ich bin drin. Aber ich bin in mein Krankenhauskleidchen. Naja, gut, okay. Naja, ist auch egal. Das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Ich bin ausgerüstet in Area 18. Ah, ich bin in Everest Harbor. Okay. Mal gucken, da muss ich mir mal irgendwas schnell zusammenlooten. Oder kaufen, habe ja noch Geld quasi. Naja, ich bin ja gestorben. Also andersrum, wir sind da durch einen Bug sind wir gestorben. Wir waren im Landeanflug. Und mit der Valkyrie und dann kam 30k. Nee, andersrum, dann kam der Crash der Desktop. Und dann sind wir natürlich, ne, alle aus der Valkyrie geflogen. Und dann dreimal darfst du raten, wo die Valkyrie hingefallen ist. Durch den Planeten. Nicht durch den Planeten. Die ist auf dem Planeten aufgeschlagen und hat alles kaputt Ach gemacht. so. Und war dann sozusagen erledigtes Thema. So. Gut, dann schauen wir mal. So, Lust habe ich ganz doll auf Star Citizen gerade, muss ich sagen. Nee, das meine ich ernst. Das meine ich tatsächlich ernst. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass das alles gut wird, ne? Ja, irgendwann schon. Ist nur die Frage, wann. Ja, genau. Was wollen wir denn machen? Schlag mal was vor. Mal was vor. Hallöchen, Termin. Jetzt mal gucken, dass Hey, hier ich muss euch was sagen, dann erzähl. mein Laptop Was willst läuft du gerade. sagen? Mein Tablet läuft so jetzt. Moin, Termi, einen Fondue. wunderschönen. Erster Hai Schnuckis. Oh ja, das ist Standard. Mit großer Entenbrust. Ah ja, okay. Ah, ich glaube, ich werde einen Novikov heute mal anziehen. Novikov. Den kaufe ich gerade hier. Warum? Weil es da nichts anderes gibt? Bitte? Weil es nichts anderes da gibt, oder was? Nee, weil ich das schön finde. Ich finde ja den Novikov schön. Das ist ja ein Ah, okay. schöner, das ist ja ein schönes Gerät. Gott, die Bahn ist auf einmal auf dem Steg hier. Auf dem Ja. Bahnsteig. Naja. Kann nur besser werden. Mann. Natürlich. Aber vertrau mir, es wird besser. So. Dann holen wir noch schnell mal hier ein Multitool bei. Confirm.
So, dazu gibt es noch einen netten... Neo, einen wunderschönen. Schön, dass du da bist. Akten. Hi Neo, grüße dich, mein Bester. Na, alles gut? Rector Beam. Sophie, einen wunderschönen. Grüß dich, Sophie. Hallöchen. Ziemlich K.O., muss bald Bubu machen. Muss morgen früh raus, oder was, Neo? Naja. Ach, ihr wisst, was ich gerade gesucht habe? Ich habe das Savage-Tool gesucht, das große, aber es ist ja gerade auf dem EPU. Das ist ja... Ja, das ist nicht hier. Warum ich das jetzt hier suche? I don't Knopf, ja. Mich wundert ja, dass es für den EPU keinen neuen Patch gab bisher. Ja, vielleicht, warte mal, ich kann ja mal gucken, ob sie an einem basteln. Eine Sekunde. Da können wir mal gucken, warte mal. Ständig frieren meine Türen ein. Man muss dir ein Labello kaufen und dann auf die Gummidichtung machen. So, warte. Oder geht's bei dir ums Schloss? Da ist doch Spektrum. So. Also, Wackersday, we are currently testing a new 322.A-Bild für PTU. Okay, alles klar. Ja. Ja. Und wann? Today. Aber wann? I don't Knopf. Na, das läuft ja wieder richtig gut hier. Ich habe Probleme mit meinem Inventar. Jetzt hat er endlich reingeladen, der Rucksack. Ja. Ah ja, der war jetzt Ewigkeiten, hat er gebraucht, bis der da war. So sieht es bei mir gerade auch mit Missionen aus. So. Ach so, vielleicht sollte ich noch mal ein bisschen Krutze mitnehmen. Besser ist es, ja. Kuss, da ist Kuss. Sehr schön. Dann nehmen wir mal, zack. Ein weniger, zack. Dankeschön. So, Weapons, Substance. Da. Und zack, einmal rein. Das meinst du, ich kann eine klappbare Sport 5 cm Matratze als Scheibenmauer für eine Tür nutzen? Ja, auf alle Fälle kannst du das machen. Kommt natürlich drauf an, wofür du das haben willst. Wenn das eine Zimmertür ist und im Eigenheim wohnst, dann würde ich da lieber diese Schallschutzpaneele draufkleben. Wenn das natürlich Mietwohnung ist, dann würde ich da nicht einfach sowas draufkleben. Und mit Panzertape? Also was willst du denn machen, sag mal? Hast du jemand entführt und willst nicht, dass er schreit, oder war das los? Kommt fast so rüber, ja. Ach Mann, das ist ja gar nicht... Nee, damit kann ich schreien. Ah, okay, verstehe. Bist du beim Spielen jetzt, oder was? Beim Zocken? The City in the Cloud, Orison. Oh, krass. Sie hat gerade gesagt, hier die Frau in so einem Shop, use your Mobi für Stock sozusagen, um zu gucken, ob irgendwas im Stock ist. Das ist ja mal geil. So.
So. Bye. Und 5 bei. So. Und dann noch eine. Nee. So, erstmal raus hier aus der Stadt. Ja, damit haben wir das auch. Dann kann ich ja mich jetzt ausrüsten. Ammo. So. 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 Was werden wir denn machen? Oh, können wir eigentlich mal gucken, von wegen, dass wir einfach irgendwelche Wracks besuchen, hätte man gesagt, hier, die. Außenposten der Relikte. Ja, noch nicht mal das, sondern so Salvage-Wracks, wo wir dann einfach mal die Ladung mitnehmen und nochmal gucken, ob wir Ja, die dann machen wir verkaufen das. können. Ja, machen wir. Habe ich eigentlich Dann machen Treibdarbinen wir. dabei? Ich habe gerade einen gekauft und ausgerüstet, ja. Dann kauf Pass mal auf, der macht. sicherheitshalber bitte noch einen. Ach du Scheiße, Digga, nochmal Ach so, nee, dann aussteigen. lass sein, dann lass sein. Da finden wir dann noch schon irgendwas. Ja, ansonsten jetzt mal überlegen, mit was will man da kommen? Mit Ich was hab für eine ein. C1. Eine C1, okay. Dann überlege ich, ob das Sinn macht. Ob ich einfach mit einer. Nee, das mache ich jetzt nicht. Warte mal, ich schau mal, was ich gerade Bock habe. So. Ein paar Sachen, da hast du vollkommen recht, ne? Ja. So ein paar. Na du. Dicke. Zwei jetzt. Ja. Mal gucken, was haben wir denn da am Start? Also ich habe gerade eine Vulture angenommen. Eine Vulture? Okay. Oder hast du was Größeres? Weil ich habe nur die kleinen anscheinend. So, warte, ich auch, ich auch. Ich habe noch nichts bei den Kleinen gemacht, oder? Warte, ich guck mal kurz. Die müssen wir quasi machen, sonst haben wir ein Problem. Warte Sonst mal. hast du eine Vulture? Klar, hey, ist das jetzt, ist das eine ernsthafte Frage? Nein, weil, ja, stimmt, du hast ja. Ach, Mann. Sonst komm du doch mit der Vulture Ja, und und dann, arbeite genau. die Wracks ab, dass wir dann, ne? Und Das ist so. eine gute Idee. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Das ist gut und gefällt mir. Ich hab dir mal was geschert. Okay, dann machen wir das. Wo ist denn AGL5? Ach, da. Die Drake Vulture. Schön, dass ich mich gerade davon einfach entferne. Ich drehe mal um. Ich habe zu viele Schiffe. Man könnte jetzt sagen, es ist ein Luxusproblem. Ist es auch. Oh, Stream Elements ist auch schon da. Herzlichen Glückwunsch. Ah ja, herzlichen Glückwunsch, Stream Element. Müsste auch geil ins Auto passen. Was war das denn gerade? Wurde gerade vom Fahrstuhl ein paar Zentimeter weggedrückt. Ja, sag ja, das hatte ich gerade mit der Bahn von Area 18. Das sah in dem Moment aus, weißt du, wie so dieses Problem, was damals existierte, weißt du noch? Dass du rausgedrückt worden oder weggedrückt worden bist vom Fahrstuhl und dem und dann Ah, explodiert, Quatsch, und dann tot warst. ja. So fühlte sich das gerade an. Jo, sehr gut. Immer Habe ich schön dir schon mal freundlich gesagt? sein. Habe ich dir schon gesagt, ich mich freue, wenn wir mit unseren zweiten Accounts ich mir eine Vulture freischalte oder kaufe. Da freue ich mich schon drauf. Das, ja, aber dafür muss das PU erstmal laufen, weil ich glaube, das läuft immer Ja, noch nicht. ja. PU? Aber, ja, ich weiß, du meinst, wir sind ja gerade im PU. Ja, ich meine aber mit Verkaufen und sowas. Naja.
Weil meine Kata ist immer noch voll. Ah, stimmt. Naja, ist ja jetzt nicht mehr weit, dann bin ich da. Aber ich finde einfach, die Vulture ist einfach mit einer der besten Starter überhaupt, finde ich. Ja, Also. wobei die Vulture ja kein richtiger Starter ist. Es ist ein Berufseinsteiger, aber. Ja, noch Berufseinsteiger, Starterschiff, na klar. So wie die Prospekta für Dingens ist die Vulture für Salvaging und das ist ja echt geil. Ja, ist die Frage, ob es dann noch irgendwann kleinere Modelle noch geben wird, ne? Was es da vielleicht noch geben wird. Alko am Arbeitsplatz. Oh. Erst etwas, man hört, wenn man reinkommt. Ich bin voll. Voll wie eine Haubitze anscheinend, Ellie. Ein wunderschön. Du hast nämlich das Moin Grüß vergessen. dich, Ellie. Und übrigens, diese beiden O's, die du da siehst, ne? Das sind keine O's. Das Sondern. stellt Augen dar. Ein Ja, groß eins. aufgerissenes und ein kleines. Okay. Gut, aber schön, dass du mir das sagst. Das Ja, ist. ich dachte mir, bevor du da nachfragen musst oder Vor allen Dingen, dass du das sofort machst, ohne dass ich nachfrage, das ist, das hat schon was. Aber auch Baba, ein irgendwie auch wunderschön. logisch. Grüß dich, Baba. Naja, nachdem du gefragt hattest, was dieses O7 bedeutet, dachte ich mir, gehst auf Nummer sicher und erklärst ihm auch das mal. Okay, alles klar. Nett von dir. Chris kennt halt nur Vitek. Das stimmt. Das stimmt. Da bin ich einfach gestrickt. Wie geht's euch? Wie war bisher eure Woche, lieber Chat? Meine, wir haben ja heute Bergfest, ja? Vor allem, wie ist bei euch das Wetter? Ist auch so kalt? Also bei uns in Berlin waren es die letzten 2, 3 Tage morgens minus 10 bis minus 11 Grad, wenn ich um 6:30 Uhr das Haus verlassen habe. Ah, ganz so heftig ist bei uns nicht, aber so minus 7 bis minus 9 haben wir auch. Behindert will wieder Behindert will wieder Urlaub. Ah ja. Urlaub. Wer will das nicht? Ich habe heute erfahren, dass auf meiner Arbeit ganz, ganz viele, also meine Mitarbeiter, also meine, nicht meine Mitarbeiter, sondern meine Kollegen, nicht meine Mitarbeiter, ich bin ja kein Chef, aber meine Kollegen, die haben im Sommer alle irgendwie Urlaub bekommen. Und ich habe heute erfahren, dass ich meinen Urlaub quasi splitten muss, weil sonst Personalmangel da ist. Das ist richtig scheiße. Ei, Ja. Und das nervt mich. am besten zweimal im Jahr für 6 Monate. Oder einmal im Jahr würde ich auch noch gehen, aber dann 12 Monate. Ne, Ali? Ja. Neo, genau. Arbeitgeber. Jetzt mal. Und zwei davon sind alleinerziehende Mütter. Die haben natürlich, weil keiner da ist, der sie quasi unterstützt mit dem Kind, müssen die in den Ferien Urlaub nehmen. Und haben die natürlich mehr Recht und Naja. ne, als ich bin zwar auch getrennt Vater? mit der Mutter, also, aber wir haben Sorgerecht und wir haben ein gutes Verhältnis, demzufolge gilt sie nicht als alleinerziehend, wenn du so willst, ne? Dann schiebt den Urlaub vor oder nach hinten. In dem Fall macht das keinen Sinn, Neo, weil es sind die letzten 3 Ferien, Sommerferienwochen. Und genau davor ist nämlich die Mutter meiner Tochter mit meiner Tochter zusammen im Urlaub in der Türkei. Die machen 2 Wochen Türkei-Urlaub. Und wenn sie dann wiederkommen, bin ich dann sozusagen, wäre ich mit 3 Wochen dran. Die letzten Ferienwochen. Und somit, ich habe keine 2 zusammenhängenden Wochen. Das ist total bescheuert.
Ich muss eine Woche habe ich Urlaub, dann muss ich eine Woche arbeiten gehen und noch mal hab noch eine Woche Urlaub. Na super. Ja, ist richtig scheiße. Weil genau eine Woche wir total unterbesetzt sind. Das ist dann wirklich dämlich. Ja, aber ich habe halt gesagt, okay, alles klar, dieses Jahr mache ich es nochmal und nächstes Jahr, da möchte ich aber sowas von meinen Urlaub durchprügeln, ja. Verständlicherweise. Ja. Und dann wird auf mich geachtet und nicht umgedreht. Was? Ach so, deswegen. Aber glaub mir, Elli, das sagst du jetzt noch. Also ich kenne das jetzt aus mehreren Leuten aus meiner Familie, die dann gesagt haben, von wegen, seitdem sie in Rente sind, jetzt müssen sie sich irgendwas anderes suchen, was sie tun können. Weil es ist einfach, ja, überhaupt nicht gewohnt, dann die ganze Zeit zu Hause zu sein. Wir hatten einen Hausmeister, ist vor 3 Wochen in Rente gegangen. Nee, vor 4 Wochen in Rente gegangen, kurz vor Weihnachten. Ja, der ist seitdem, hat der unser Haus oder unsere Arbeit 5-mal besucht. Ja, super. Ja, vor allen Dingen, wenn du dann noch alleine bist, dann, also zu Hause alleine bist, dann merkt man das noch mehr und will noch mehr irgendwie raus, ne? Nee, ich kann leider nichts drehen, Neo. Aber es ist nicht so schlimm. Ich habe mich jetzt damit abgefunden. Meine Tochter wird trotzdem bei mir sein. Ich denke mal, sie ist dann halt den Tag über alleine und die wird eh zocken. Also so wie ich sie kenne, wird die arg zocken. Ja, so. Und ich werde dir das Essen alles fertig machen und ja. Ja, aber ist scheiße, ich weiß, dass es scheiße ist. Eins kann Headless drehen, den Finger. Ja, im Po. Okay. Freaky. Ricky, ein wunderschön. Schön, dass du da bist. Wenn ich reicher Streamer bin mit 60, haue ich ab nach Thailand und suche mir eine sexy Frau. Aber warum denn? Du musst doch jetzt nicht unbedingt. Wie heißt das 60 immer sein, so du kannst es auch schön? vorher machen. Ja, aber du musst ja nicht das Klischee bedienen. Freak, Quatsch, Tammy. Grüße, Freaky. Schön, dass du mal, schön, dich mal wiederzusehen. Mir wäre nicht langweilig, würde die beobachten, die zur Arbeit müssen und mir denken, die armen Schweine. Das macht Baba Papa dann jetzt demnächst. Corundum. Ja, ich gehe dann auf Phuket, auf den Pole-Dance-Tisch und werf. Mit Bedroom. Was sind denn Beds? Keine Ahnung. Vorher aber prüfen, ob das wirklich ein Vibe Arzt. ist. Medical Hab meine Traumfrau Supplies. geheiratet, brauche ich nicht. Sehr schön, Baba, Baba. Das ist eine sehr gute Antwort und ich finde, das kannst du gerne auch mal deiner Frau zeigen, was du hier schreibst. Ui, okay. Naja. Wenn er ihr das zeigt, dann ist es ja bloß angeben. Macht man doch nicht. Dann ist es was? Nicht angeben, ach meine Güte. Hab's I don't vergessen. know what you mean. Ja, ich weiß es auch nicht mehr. Das ist immer schön. Das ist so Phishing for Compliments, meinst du? Ja, genau. So, was in der Art. Ein. Letztens eine kaputte 890 Jump bei Everest Harbor vorgefunden. Hatte etliche hübsche Container drum schweben. War Ammo und ah, ja, geil, ja. Na, na klar, jetzt machen die das ja alle, ne? Das ist ja eigentlich das Schöne daran, ne? Was, wer, wie? Schön. Ja, na, dieses, dadurch, dass du diese 1 SU-Kisten oder diese
mehreren SU-Kisten ja nehmen, Ach spawnen so. kannst und die in dein Schiff machen kannst, ne? Ja, stimmt. Das ist natürlich eine schöne Sache. So, also ich habe schon die Ladung der Vulture drin. Ja, ist richtig. Ich war über 30 Millionen Kilometer entfernt. Wo Also bist denn du? jetzt bin ich gerade 61 Kilometer bei dir entfernt. Oh, echt schon? Das ging aber Ja. schnell. Ja, Sehr genau. gut. 1, 2 und 8, genau. Mir fehlt immer noch dieses Feedback von der Laderampe hinten. Akustische Feedback oder was? Irgendwie sowas, ja. Ach, da unten bist du. Aber hörst du das nicht, wenn die Rampe zugeht? Ja, aber normalerweise hörst du ja, wenn du den Schalter bedienst. Ach so ein Klick, ne? Oder so Ja, irgendwie ein. sowas. Und das hast du ja momentan überhaupt nicht. Ah, stimmt. Ho. Die Rampe muss knarren wie ein altes Schlosstor. Ja, genau. Ja, Wie nicht bei einer bei der C1. Cutlass, ja. Hoppala. Was ist da jetzt umgefallen? Nix, ich hatte nur meine Taste zur Seite gestellt. Hat sich der Traktorstrahl bei der direkt gelohnt, ja. Hattest du den benutzt dafür? Was? Nee, Nee? Freaky meint bei der E90 Jump. Ach so. Ich dachte, du Glaube ich hättest das zumindest. jetzt. Nö, nö, nö. Das habe ich jetzt hier mit dem End-Tractor Beam gemacht. Hast du doch noch ein Jahr ab, oder was? Ja. Wie gesagt, ich wusste nicht, ob ich einen habe oder nicht. Ich ja gehe bei Everest Ach, Harbor Everest nur Harbor. Schiffs drauf. Ja, stimmt. Stimmt. Es geht ja nur der Schiffstraktorstrahl im Dingens. Mit dem Handtraktorstrahl kannst du ja nicht viel anfangen. In der waffenfreien Zone. So, dann arbeite mal ab das Ding da. Weil dann kriegen wir eventuell schon die nächste größere, das nächstgrößere Schiff. Nur im Hangar selbst in der Mystic Zone. Ja, genau. Saugst du direkt ein oder baust du erst ab? Nein, ich baue ab. Echt? Ja, ich habe Lust. Ich habe irgendwie Lust auf das Höhlenmaterial. Keine Lust, das Construction Material wegzubringen. Ja, es geht so schnell. Aha. Weißt du, müsste ich ja dann sofort schon wieder losfliegen, weißt du? So kann ich jetzt erstmal zwei, drei Schüsse da reinmachen von den kleinen. Und denk dran, immer schön daran, wenn du das gleich reinsaugst, wegen den Prozenten, ne? Nein, ich baue das Höhlenmaterial, habe ich gesagt. Ja, aber du, danach wirst du das Schiff dort auch noch komplett zerlegen, oder nicht? Nö. Nö? Glaub nicht, nö. Eieiei. Schade, dass es noch keine Zwischengröße quasi gibt, ne? An Salvage Ship. Das wird kommen, mit Sicherheit. Ja, wird's auch noch, aber es wäre Es schön, das wird jetzt schon zu kommen. haben, sowas. Ja. Weißt du, so So, eine so Vulture eine mit. Mole, ne, Ja, genau. so eine Vulture mit mehr Ladekapazität nach dem Motto, weißt du?
Also, dass du alleine salvagen kannst, aber mehr Kapazität drin hast, dass du mehr mitnehmen kannst. Von Argo wäre klasse ein mittleres Salvage Ship. Ja, klar. Ich denke, sowas in der Art wird noch kommen. Mit Sicherheit. Ob das jetzt dann, also das, was kommen wird, das ist ja ganz klar, aber von wem es kommen wird, das ist eher so. Und ob das jetzt Argo sein wird, weiß ich nicht. Weil bisher ist Argo eher so im Mining-Bereich und im Transportbereich, ne? Also im Abschleppbereich mit der SAV jetzt. Ja, mit der Raft hier haben wir auch noch. Ja, stimmt. Auch Transport wieder. Mal gucken, wie es sich verändern wird, ne? Ob sie da jetzt noch was machen, dass das Savaging bei Argo aufkommt oder ob sie sagen, okay, nee, bleibt nur diese zwei Sparten. Ja. Ja, ich weiß, es sind eigentlich Industrieschiffe, aber derzeit haben wir halt eben nur das Mining und Transport, ob, sei es jetzt als Containertransport oder Abschleppen, ne? Ja. Ich hoffe aber tatsächlich auch, dass von Argo noch ein Salvage-Schiff kommt. Hätte ich Bock drauf. Ich könnte mir vorstellen, dass von Argo eventuell auch mal so was wie so ein Pendant zu Pioneer kommen würde. Weißt du, was ich meine? So ein Base-Building-Schiff. Könnte ich mir auch vorstellen. Aber nur so Ja. meine Vermutung halt, ne? Ich mag Argo auch sehr, Baba Papa. Ich finde Argo auch sehr, sehr gut. Ich auch. Ich mag den Style Guide irgendwie. Es gibt ja Leute, die haben mir das Argo Complete Pack geholt mit Stock Credits, mit LTI. Ich weiß nicht, wovon du redest. Und das Schlimme war, dass ich dem Menschen das noch gesagt habe vorher. War selber nicht dran gedacht, das auch zu Und machen. na doch, habe ich Ich schon, aber weiß, ich ich habe zu weiß. lange gewartet, das war das Problem. Du Und hattest zack, die war es weg. Stock-Credits nicht da. Genau. Ja, so ist das manchmal. Manchmal hat man Glück. Nee, wie war das? Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen, ne? Ja, so in der Art, ja. Ich bin nur nicht so der Mining-Typ tatsächlich. Ja, das glaube ich dir. Ich mag die Mole, mag ich an sich. Ja. Aber Nutzen habe ich dafür nicht, weil ich nicht der Typ bin, der gerne minert. Ja. Das dauert ja noch Stunden, bis du da fertig bist. Ja, du kannst ja schon mal zum nächsten fliegen. Ja, das ist ja das Problem. Das ist bei MIG-L4 und so ein Blödsinn. Ach so, du willst warten, Ja, bis ich einen besseren. wenn wir schon was Größeres wenigstens hätten, weißt du, dann würde Ja, sich so eine Strecke auch oder du lohnen. bringst es mal schnell weg. In die drei Kisten. Ach so, ja, recht, das macht keinen Sinn. Du kannst aber den da doch vielleicht einsaugen und beim nächsten absalvagen. Warum? Weil das nächste Schiff dann ein größeres Schiff ist. Ja, aber da bin ich ja noch länger beschäftigt mit. Ja. Dann gucken wir, was haben Wie wir denn man's noch? macht, wa? Hör L5, wo ist Hör L5? Ach da. Eine Cutter. Könnte da was drin sein in der Cutter? Ja. Aber auch nur 4 SCU, ne? Ja. Achso, wird jetzt eh gleich durchgetauscht hier. Gib ihm eine 890 Jump zum Salvagen. Da ist er Nee. länger beschäftigt. Die kannst du auch leider nicht, das ist das Problem, das kannst du ja nicht einsaugen mit dem, mit Und der eine 100i. 100, die ist so super. Da ist auch nichts drin in den Dingern. Also aber schnell abzuservischen. Ja. Crew L5. Ja, fliege ich nach Crew So. L5. Genau. Was machst du da? Und wieder eine Vulture. Ah ja. Jetzt weiß ich gar nicht, welche das war. Verdammt.
Habe jetzt eine M2 mit der Vulture gesaved, eine C2 mit der Vulture gesaved. Nachdem die C2 geladen. Hä? Die Sachen immer in die C2. Kurz bevor die Mission fertig war, meine M geholt und umgeladen. Das verstehe ich jetzt nicht. Also du hast die Hülle abgearbeitet und bist dann, wenn die Vulture voll war, hast du das alles wieder zurück in das Schiff geladen, in die C2 in dem Falle, und hast dann deine M2 geholt, um das von da aus dann in deine M2 umzuladen. Ach so. Ach so, und dann hast du das wieder zurück in die C2 geladen und dann hast du danach dann deine M2 geholt, um das da alles reinzuschmeißen. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Das kann man natürlich auch machen. Ja. Den Chris seine Antwort, er hätte gesagt, ich nehme gleich die Reclaimer. Bei was denn? Naja, wenn du alleine Salvaging gehst. Ja. Und dann so mit C2 und sowas Salvagen willst. Das ist ja jetzt das Gute dank dem Depot, dass du ja dann auch ruhig mit so einem Ding fliegen kannst mit der Reclaimer, weil du das ja, eh alles in Vorhalten hast. Ja, weil stell dir mal vor, du hättest nicht, das wäre katastrophal. Mhm. Du müsstest alle zwei Kisten runterrennen. Ja. Oder alle vier, wenn du beide nimmst. Darfst nur nicht fertig salvagen, dann findest du die nie wieder. Nicht wieder. Mhm. Okay, ja gut, ergibt Sinn. Weil dann der Auftrag als abgeschlossen gilt, ne? Ja. Das stimmt allerdings, Baba. Und da hast du recht. Na, saugst du einmal ein und dann hat sich das. Wenn du jetzt im nächsten Rente gehst, dann wirst du wahrscheinlich richtig lange an Star Citizen hängen, wa? Hast du dir ein Ziel gesetzt, Baba Papa? So, Star Citizen mäßig? Gibt es irgendwie, wo du gesagt hast, ach Mensch, das möchtest du machen? Oder darauf hättest du richtig Bock, wenn du dann Zeit hast? Oder bist du jemand, der trotzdem noch arbeiten geht, wenn er in Rente geht? Also jetzt ein bisschen sich um was dazu verdienen. Gibt ja viele, die sowas machen, ne? Die sich noch mal was dazu verdienen, weil die Rente einfach jetzt nicht so der Kracher ist. Mhm. Geil. Altersteilzeit. Ja, das ist natürlich auch was Schönes. Ja, ist auf alle Fälle genial. Weiß jetzt schon, dass wenn ich im Rentenalter bin, dann muss ich trotzdem weiterarbeiten.
Ah, ne? Weil für mich wird es wahrscheinlich nie eine Rente geben, wenn das so weitergeht, wie heute ist, heutzutage ist. Bis dahin sind die Rentenkassen alle leer. Ach so, Privatrente, ja, das geht natürlich auch. Aber das Problem ist, die heutigen Privatrenten von wegen, wenn du da noch irgendwas abschließt, da kriegst du ja kaum noch Prozente drauf. Ja, das stimmt. Das ist gut. Ach so, okay. Da gibt es ja auch wiederum viele, die, wenn sie selbstständig sind, gar nichts mehr mit der Rente privat machen. Das ist immer ein bisschen doof. Also nicht so praktisch, sag ich mal. Ja, gut, klar, ne? Das ist bei mir tatsächlich auch so. Was denn? Nee, also ich habe jetzt keine, ich habe keine Privatrente oder so, das meine ich damit nicht, Ach sondern so. gerade wegen ist wichtig, in die Rentenkasse quasi einzuzahlen. Ja. Das ist auch mir persönlich wichtig. Also ich hatte damals einen Arbeitgeber, der dann meinte, irgendwann, ich kann dich nicht mehr voll bezahlen. Arbeite mal auf 450 Euro. Also 450 Job, so 450 Euro Job oder wie sich die nannten. Ja. Und den Rest kriegst du dann schwarz ausgezahlt, so, ne? Und viele Leute steigen da ja heutzutage drauf ein, aber ich denke mir dann auch so, ja toll, und in der Rente später hast du dann gar nichts mehr an Kohle. Ja, eben. Da ist das große Problem, ja. Na toll. Achso. Marker einfach weg vom Schiff. Nein, der kommt gleich wieder. Aber es ist schon krass, wie langsam die das Salvaging gemacht haben, ne? Also das Höhlen, das Highscrapping. Aber dafür ist es halt auch viel wert jetzt, ne? Ja. Ja, aber das da, also das kann ich mir vorstellen, dass sie da noch mal rangehen. Das ist ein bisschen zu langsam. Ja, natürlich werden sie da nochmal rangehen. Mosso, ein wunderschön. Grüß dich, Omosso. Hi. Wie geht's dir, Mosso? Alles gut bei dir? Einfach mal den anderen mit Salvage-Laser testen. Wäre auch eine Idee, ja. Entspanntes Tempo für gutes Geld, finde ich. Ja, kann man so sagen. Uns geht, also mir, ich kann ja nur von mir reden, mir geht's gut. Und ja, bin heute nur ein bisschen leichte Kopfschmerzen. Heute, weil das Wetter irgendwie so ein bisschen blöd ist, aber ansonsten kann ich mich gerade nicht beklagen, aber so. Danke der Nachfrage. Hat sich nicht gelohnt, hierher zu kommen. Nee, warum nicht? Schiff ist leer. Ah ja. Freelancer, ein wunderschön, hi. Freelancer, ein wunderschön. Schön, dass du da bist. Naja, gut, wer weiß, vielleicht sind die Dinger noch gar nicht gespawnt, ne?
versteckte Kisten? Kann das sein? Wie voll ist dein Balken oben noch von der Vulture bei dir? Ich denke mal 15% noch. Ja. Also ich bin gleich fertig. Ist doch der Vulture des Selfishot C1. Die Vulture hier ist nun leider nicht mehr flugfähig. Außerdem, guck dir doch mal das schöne Schiff an hier. Das kannst du nicht einfach salvagen, das geht doch nicht. Auch kannst du alles. Nein. Können wir so machen hier, so ein bisschen die Waffen verstecken. So. Ne, Kisten scheinen nicht zu spawnen. Schade. So. Oh, ich bin gleich fertig hier. Sehr gut. Nick, knack und weg. Gib gutes Geld. Später wäre das echt interessant, wenn man die Schiffe reparieren kann. Kisten umladen und los geht's. Ja. Tatsächlich. Was dann halt eben auch interessant ist, na, wie heißt es? Wenn du dann solche Salvage-Aufträge hast, hier, wo eine Vulture drin ist, dann brauchst du nämlich die Vulture nicht irgendwo kaufen oder sowas, sondern kannst du dir hier herholen. Ne? Dann hast du quasi kostenlos oder für 1000 Alpha UC. Weiß einer von euch, wie man den Traktorstall bei der Vulture ausschaltet? Ja. Warte, wie war das mit den ganzen komischen Codes noch? Alt W oder so? Oder Alt S? Nee. Irgendwie macht man das. Ich weiß, was du meinst, ne? Wie war denn das noch? Irgendwo gab's das doch hier. Fokus, nein, nicht Fokus. Das meine ich nicht. Absolut gerade angenehm, muss ich gestehen. Nude left, right, ja, genau. Ich denke, die Aufträge werden viel teurer werden. Ja gut, aber da musst du auch halt eben bedenken, dass in den Wracks hier, da musst du ja auch erstmal die Komponenten und sowas wieder reinstecken, ne? Weil die, die da drinnen sind, sind natürlich beschädigt. Und teilweise defekt, da ist halt die Frage, wie man die dann austauschen kann, ne? Aber ich glaube jetzt nicht, dass ein Salvage-Auftrag so viel kostet wie ein Schiff. Das wäre ein bisschen übertrieben. Das denke ich auch nicht.
So, aber wie war denn das, Mensch, mit dem Traktorbeam ausschalten? Jetzt völlig dämlich. Fokus, nee, das ist doch was anderes. Ich müsste das jetzt auch mal ausprobieren, aber ich habe gerade keinen Vulture hier. Was denn? Ja, wie das bei der Vulture geht mit dem Traktorbeam ausschalten. Ja. Auf jeden Fall die Vulture hier, die können wir ja erstmal abwägen. Ja, ich glaube, das ist gemeint, dass du den Traktorbeam ausschaltest und dann gegen den Ja. Salvage Laser anschaltest, bla bla bla. Also hast du nämlich nur einen Aberrate. Ja, und du schiebst die ganze Zeit das Schiff immer weg. Auch Ja. nervig. Tierisch nervig. War das nicht Alt-S? Chris, was passiert, wenn du Alt-S drückst? Oder Oh Mann, Alt-W? ich bin Also gleich fertig. Left-Alt, ne? Ja, ich bin gleich fertig. Einen Moment bitte. Keine neuen Missionen hier, meine Güte. Nee. Es ist so schwer, die abzusalvagen, ne? Wieso? Weil du ganz, ganz viele Sachen an die nicht rankommst. Ich habe es nur noch ein Pfützelchen. Ne? Man muss jetzt aber schon permanent rumstraben, ob ich irgendwo noch eine Stelle finde. Weißt du? Das ist natürlich schlecht. Es fehlt noch ein ganz, ganz kleines Stück, ja. Kann auch nicht Wie wahr es immer sein. so ist, ne? Ja. Und dann noch hier ran.
Da. Junge, 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 das dauert, bis man sowas drauf Opisavage hat, ne? Ja, ein bisschen dauert sowas. So, jetzt habe ich es abgesavaged. Wie auch mal Zeit. Ja. Aber du wirst nicht glauben, ne? Ich habe nur 2,6 SCU drin, ne? Echt? Mir nicht? Ja, ja. Okay, das ist heftig. Ganz schön dunkler Hangar hier. Ja, wir jetzt mal ein Licht anmachen können hier drin. Hattest du jetzt mal geguckt, ob du, wie du da hinschalten kannst? Ja, warte. So, warte mal, ich guck mal ganz kurz. So, das ist klar. Nö. Also alt ist es nicht. Was war denn das? Irgendwie war das so ein komischer Befehl, sag ich mal. Alter, war das gerade ein Server Desync. Wieso? Jetzt ist das Schiff erst explodiert. Welches Schiff? Na, zum Einsaugen. Ach so. Was? Ah, das ist echt nicht gut. Nö, das ist gar nicht gut. Also Nachtfalke, einen wunderschönen, hi. Nachtfalke, einen wunderschönen. Schön, dass du da bist. Welche Tastenkombi sucht ihr? Wie man bei der Vulture den Traktorbeam an- und ausschaltet und gegen quasi Salvage Laser tauscht. Also das An- und Ausschalten ist klar mit der Maustaste, aber wie man umswitcht auf den zweiten Salvage Laser. Ach ja, und hier auch ein frohes Neues und gesundes Neues vor allen Dingen. Stimmt, das haben wir noch gar nicht, ne? Gesundes Neues ja auch von mir, Nachtfalke. So, was nehmen wir? 400i? Redeemer wird nichts haben. Reft hat bestimmt auch nichts dran. Vanguard hat keinen Sinn. Wir nehmen mal eine 400i. Was haben wir hier in der Nähe? Arkel 3. RL 4. So, dann schauen wir mal. Noch irgendwas um mich herum hier? Du musst mit Alt A die linke Seite steuern. Mit Alt D die rechte Seite. Okay. Also, ja gut, dann ist das so, wie das da drin stand, ne? Mit links und rechts erstmal gucken. Du kannst mit Alt A. Okay, warte mal, ich werde noch mal kurz gucken, wie es geht. So.
Ich gehe einmal rum. So, also. So. Du kannst mit Alt A die linke Seite steuern. Alt A. Alt D. Alt A. Alt D. Ja. Und mit Alt und S wieder alles einschalten, ja. Okay. Ah, okay. So. Also eine Seite ausschalten, dann umstellen und beide Seiten einschalten. Ah ja. Eine WASD-Steuerung. Alle Klarheiten beseitigt? Ja. Es ist alles unklar. Ja, verstehe. So, okay. Ich hoffe, Freelance hat es jetzt gelesen, ne? Muss man ein bisschen mit rumtesten, das ist nicht ganz so einfach. So, dann, achso, du hast halt nicht mehr, du hast die Mission nicht mehr, ne? Die Savage-Mission? Ich hab eine neue. So. Bist du soweit, dann share ich dir die. Warte ganz kurz, eine Sekunde, ich will bloß mal gucken, was ich jetzt hier so an... Ah, jetzt habe ich alle freigeschaltet, alle. Ja, deswegen... Genau, bin also auf dem Weg, auch die... Willst du nur 400 I hin. Ja, wunderbar. Ich share dir die mal. Ja, bitte. Ja, klar. Aber warum denn nicht? Ach nee. So, na dann. Ah, sehr gut, Freelancer. Sehr gut. Da sollten wir eigentlich auch mal machen. Ein Screenshot von. Dass man das behält. Ich gleich mal Screenshots gemacht. Ja, sehr schön. Wenn man sich mal dran gewöhnt hat, ist es echt gut mit dem Traktor. Da du das Schiff nicht mehr bewegen musst. Ja, da du dich selber nicht mehr bewegen musst, sondern nur noch das... So salvagende Schiff, ne? Ist ja, dann gut. Ist dann der einzelne Salvage-Strahl, der rechte sozusagen, schnell genug, um das dann alles einzusorgen? Weil ich finde, der erste Salvage-Laser, der ist nicht so schnell, finde ich. Das dauert. Und früher war es ja immer so, dass man auf den Aberrate gegangen ist, weil der ein bisschen schneller eingesaugt hat. Ich muss mal ganz kurz, ich bin gleich wieder da. Das ist gut. Nee, ist auch immer ganz gut, von wegen, man kann ja nun mal nicht alles wissen. Da wir jetzt die letzte Zeit mehr mit der Reclaimer unterwegs waren, habe ich das mit der Vulture tatsächlich wieder vergessen, weil ich es erst einmal gemacht hatte. Und dann ist es immer ganz gut, wenn man Leute im Chat hat, die das sowas dann auch wissen, ne? Ja, genau. Er ist zwar schneller, aber dafür verlierst du halt auch einiges an Material unterwegs, ne? Ja, das ist mir klar, Freelancer. Das habe ich mir schon gedacht, dass du das meinst. Das ist eine gute Mischung aus Geschwindigkeit und Material.
So. Ach, da wollte ich gar nicht hin. Warte mal. Wo ist denn... den suche ich ja gar nicht. Da unten muss ich hin, ne? Nix, nix. Manchmal sollte man auch wissen, wo man hinfliegt. Ja, und vieles wird auch mal wieder gecancelt und sowas. Ja, früher war es ja auch, dass du das Raumschiff komplett anschaltest, nur mit R und Cruise Control nur mit C. Jetzt musst du Alt und C und Alt und R jeweils drücken. Da muss man sich immer dran gewöhnen. Aber da wird noch vieles durcheinander gehen mit den ganzen Keybindings. Deswegen, bis das dann mal irgendwann final ist, vergisst man das eh immer alles wieder. Man sollte seine Ziele kennen. Ja, Nachtfalke, das sollte man. Soll immer final werden. Na, wer weiß. Ich denke mal. Ja, ich weiß, du kannst das alles wieder umstellen. Das ist mir schon klar, aber meistens macht es gar keinen Sinn. Aber zum Beispiel, ja, gut, klar. Aber wie gesagt, ich selber benutze zum Beispiel eigentlich gar nicht den Decoupled Mode. Deswegen, ja. Das ist halt eben für die Leute, die mehr Dogfighting und sowas machen, dass sie schnell mal eben C drücken und dann wieder C drücken. Ne? Dann brauchen die nicht da mit Alt und C. Also ich verstehe das schon. Man kann es ja auch wieder umstellen, wenn man das möchte. Ding ist nur, ich gewöhne mich immer gerne an das, wie es aktuell im Spiel so vorgesehen ist, weil sonst musst du das auf dem PTU und alles auch wieder ändern. Und wenn du dann mal dein ploppt's auf einmal auf, wenn du mal dein Game, dein Spieleordner hier, wie heißt es denn das noch? Mensch. Dein, oh mein Gott. Jetzt habe ich einen Server-Lag im Hirn. Ein Server-Lag im Hirn, ein Desync. Ja, nicht nur ein Desync. Schluck auf, wie heißt denn das jetzt, Mensch? Ah, Player-Ordner hier. Wie heißt der noch, Chris? Du weißt sowas. User-Ordner. Ja, danke, der User-Ordner. Wenn du den mal löscht oder sowas, dann musst du es erst wieder umstellen. Ansonsten suchst du dich dumm und dusselig. Deswegen nutze 30k Neo. Nutze ich es lieber so, wie es aktuell im Spiel vorgesehen ist. Und versuche mich da so ein bisschen dran zu gewöhnen dann einfach. Warum sind die 400i schon, warum sind denn da schon 40% weg? Ich weiß es nicht. Das Witzige ist auch von wegen, dass die erstmal aufgeploppt ist, wo ich hier angekommen bin. Ich wäre beinahe reingeflogen. Verstehe, ja. Was sagt denn der Chat? Nix. Okay. Was soll der Chat sagen? Dass ich reingeknallt bin oder was? Nein, aber das ist manchmal so, ja, weiß ich nicht, Desync gerade total oder keine Ahnung, oder 30k steht bevor. Achso, der, ja, du meinst nicht. Den Dings-Chat, meinst du? Ja. Hui, boing, doing. Bestimmt wieder leer, das Schiff, ich jetzt vielleicht einfach scannen sollen. Nee, es ist was drauf. Oha, sogar so große Kisten. Achso, schon 30k vorher im Kopf. Ja, das stimmt. Und dann gibt es den Serverabsturz sozusagen.
Wann habe ich mal keinen 30k im Kopf? Auf der anderen Seite denkt mich schon ein Mensch. Das ist auf der anderen Seite. Nee, das wollte ich noch nicht. Staune, dass ihr beiden gar nicht mehr EPTU macht. Ja, gut, EPTU, da kann man reingehen. Aber die haben ja jetzt auch keinen neuen Patch oder sowas gebracht, dass man da nochmal irgendwas testen könnte jetzt. Ja. Wir wollten gucken, also tatsächlich wollten wir gucken, ich war am Montag in einer Live-Version und die lief katastrophal. Ich wollte einfach mal wissen, ob das heute auch so ist. Ich hatte am Montag innerhalb von einer halben Stunde 230Ks und so weiter und so fort. Genau, ist schon Arbeit. Ja, ja, genau, ist schon Arbeit. Aber deswegen lohnt es sich jetzt quasi nicht gerade jetzt reinzugucken. Weil die sind sowieso am Arbeiten dabei. Und wenn ihr jetzt da reingucken, dann haben wir mittendrin den Aufhänger, sag ich mal. Das macht dann ja auch nicht so viel Sinn. Genau. Deswegen sind wir gerade in der Live-Version, ja. Naja, Scrap müsste ich eigentlich nicht mitnehmen, aber naja. Aber ich merke gerade, irgendwie hängt der Server gerade ein bisschen. Katastrophal, kein Wunder. Kata. Schön, ein schönes Wortspiel. Es ist katastrophal, den Leuten den Arsch zu versühlen, ne? Ja, genau. Zack. So, auch schon leer. Backend macht Probleme, ja, ja. Das ist nicht das erste Mal. Das ist nicht das erste Mal und wird auch nicht das letzte Mal sein, nee. Bis sie das Server-Mesh richtig zu laufen bekommen. Und ich wollte gerade sagen, also du musst auch dazu sagen, bis das dann richtig läuft, weil sobald Server-Mesh kommt, glaub mir, wird es erstmal richtig katastrophal. Ja. Gut, jetzt hat der Server-Mesh jetzt wenig mit dem Backend zu tun, aber ja, aber durch Verbindungen und sowas dahin. Genau, und so. Deswegen testen wir ja. So sieht's aus. Wo ist es? Ja. Also wenn das jetzt in den nächsten Minuten noch kommt, werden wir auf alle Fälle raufgehen, denke ich mal, oder? Ja, denke ich doch. Außer es sind jetzt hier, keine Ahnung, 50 Gigabyte. Das dann Ding eher nicht so. Um 21.21 Uhr. Hat er geschrieben, ja? Ah ja, okay. Ja, auf alle Fälle. Die 4.0 wird mit Sicherheit katastrophal werden. Also glaube ich fest daran, auch wenn es jetzt blöd klingt, aber das wird eine Weile dauern, bis das dann wirklich fit ist, ne? Ist so. Wahrscheinlich sind es 53 Gigabyte. Ja, klar, natürlich geht das auch. Ich weiß, du brauchst ja eigentlich nur die P4K-Datei oder irgendwie sowas da, ne? Aber ja. An sich habe ich ja den Ordner. Also ich habe ja PTU, EPTU und sowas, habe ich alles drauf und auch den Tech-Preview-Channel. Ja, ja. Also eigentlich kann es nicht so viel sein, außer die ersetzen einiges an Dateien. Und dann macht es halt auch keinen Sinn, jetzt den Live rüber zu kopieren oder sowas. Oh, die Hülle lässt sich schneller, leichter abarbeiten hier. Ah ja, ist ja auch bloß eine 400i. Schreib mal eine dünne Hülle. Das liegt einfach nur daran, dass du jetzt endlich mal umgewechselt hast, den Salvage Laser. Was habe ich? Nein, ich habe immer noch den, mit dem ich auch vorhin gesalvaged habe. Ach so. Gut, während du den hier machst,
kann ich ja eigentlich schon mal nach der nächsten 400 E gucken, ne? Ja. Ja, aber es stimmt, ne? So 2 bis 3 Gigabyte sollten es schon sein, ne? Die meisten Patches irgendwie, ja. in den letzten Tony waren ja immer so um die 1,7 bis 1,8, ne? Corsair, da könnte auch was drin sein, ne? Ja, ja, ja. Aber MIG L5 ist schon eine Strecke. Ich krieg das eh niemals raus, was ich hier jetzt an Kohle ausgebe. Null. Das bisschen an Ladung. Oh, Crew L1 ist natürlich nah dran. Das nehmen wir doch. Eine Corsair Crew L1. Oh. Ist arrived? Ja? 21:39. Na denn, dann können wir ja langsam mal unseren EPTU-Ordner aktualisieren. Ja, sofort. Mein Gott, hast du es eilig. Nein, aber das ist ja denn, dann läuft's wenigstens. Jetzt geht ja schlecht, während wir in Game sind. Warte. Ja, natürlich. Also Sie haben von einem PTU gesprochen. Ich gehe mal von aus, dass es ein EPTU sein wird. Aber den EPTU können wir ja gerade alle nutzen. Das ist ja jetzt nicht extra für die. Nicht extra für die Evocatis, also. Neo, hast du denn schon geguckt, ob der Launcher das auch schon drin hat, dass man das runterladen kann? Ja, deswegen hat er bestimmt wahrscheinlich gerade geschrieben, warte. Ja, das kann sein. Nichts darf ich alleine machen. Nee, habe ich noch nicht. Achso, okay. Aber wir haben ja noch nicht mal im News-Channel die Patch-Notes und sowas. Also. Ja, krass, scheinbar ist die Hülle von der 400i anders als bei einer Vulture. Ja, das lässt sich echt leicht, also schnell abbauen, ne? Okay. Ja gut, bei der Vulture kann es einfach sein, weil die noch ein bisschen buggy ist. Ich meine, du siehst ja, wie wenig Fläche du hast, die du abnehmen kannst, ne? Oder wie oft da irgendwelche Ecken sind, die nicht da sind. Die zwar hell leuchten, aber du die nicht abarbeiten kannst. Ja, ja, richtig, genau. Ist definitiv noch nicht da, ja, okay. Lalalalalala. Also wir müssen ja festhalten, ich habe jetzt 42.000 ausgegeben für Salvage-Missionen. Ja, ich glaube, es lohnt sich eher, wenn du diese anderen machst, halt, ne? Diese illegalen, diese Cleanup-Missionen. Ja, aber dann auch nur, das am Salvage bist. Ja, eben. Deswegen, ich glaube, mit der Ladung, die ich jetzt drin habe und sowas, da werde ich nie im Leben das verdienen, was ich eingesteckt habe. Nee. Hätte mich auch gewundert. Das denke ich auch. Ja, muss man halt gucken, inwieweit ein Verlustgeschäft ist oder nicht, weißt du? Weißt du, wenn du da ausgeben musst, die Lizenzen, ne? Ja, richtig. Die unterschiedlichen Materialstärken sind gewollt. Triebwerke zum Beispiel sind stärker abgeschirmt und bringen somit mehr Material. Ja, das ist klar. Aber ich meine, bei der Vulture, die Chris gerade eben gesalvaged hat, hatte er die Probleme, dass er immer mal wieder der Laser einfach ausgegangen ist, weil er da nichts abarbeiten konnte. Und darum geht es mir. Oder noch genug Fläche war. Ne? Genau. Das meine ich damit. An der Vulture ist das ein bisschen buggy.
Ja, schau das mal an. Das ist halt irgendwie ganz, ganz komisch. Das sieht da aus wie so ein Flicken- und Fleckenteppich halt, ne? Du hast ganz, ganz viele rote Stellen, die dann so aufglühen, aber da passiert halt nichts. Du kannst halt nichts abnehmen, ne? Irritiert dann ein bisschen, sagen wir mal so. Captain Kera, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Hallöchen, Captain Kera, auch von mir. Danke für dein Follow. Aber du siehst ja nach Falcon, momentan sind die Server einfach komisch. Das kann auch einfach daran liegen gerade. Ja, ja. Ja, weil, ich meine, ich stehe jetzt quasi direkt vor einer Corsair und sie ist einfach nicht da. Jetzt ist er. Ja, aber ich finde einfach auch gerade auch die Desyncs einfach auch katastrophal. Ne? Also gerade im Multiplayer, mit Multiplayer Gameplay, also mit wenn du mit auf der Party spielst oder sowas. Du hast manchmal so eine Desyncs zu deinem Vormann oder zu deinem Rückmann, das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Das stimmt, Leute. Sehr, sehr ungeil. Ja, aber das ist momentan einfach so. Also damit muss man leben, tatsächlich. Ne? Also Star Citizen ist halt kein fertiges Spiel. Sie sind in der Entwicklung, das wissen wir. Und deswegen entweder man kommt damit klar und spielt trotzdem, oder man sagt sich, okay, dann mache ich jetzt Pause und mache was anderes in der Zwischenzeit. Ja. Oh, 90 Meter. Oh, nö, ist auch gar nicht so weit hier. Das ist aber, die 90 Meter sind weiter, als in Wirklichkeit ist hier. Jetzt ist er reingekommen. Ah ja. Gucken wir gleich mal in die Patch Notes, was sie da verändert haben, ob es sich überhaupt lohnt, reinzugucken. Ups. War denn das hier? Genau, schau mal rein und sag mal an. Ja, warte doch mal. Mein Gott, bist du nervös, ey. Schau mal rein. Wo war denn bei der Corsair der Schalter für die Dingens? Achso, der war hier an der Außenseite. An der Seite. Ne? An der Seite. Ach da, das hier war das, ne? Ja, genau. Okay. Aber deswegen spielen wir das ja auch, damit wir testen. Also ich zumindest. So ist es. Bloß nichtsdestotrotz testen hin oder her, aber manchmal ist auch mein Geduldsfaden hat auch manchmal so seine Grenzen und manchmal habe ich bewusst ein paar Tage Star Citizen nicht an, weil es mich einfach dann aufregt. Was aber auch total normal ist und ich glaube auch überhaupt nicht verwerflich und überhaupt nicht schlimm. Nee, eben. Ach, das muss auch so. Mit Medical Tool kann ich nicht viel anfangen. Eiern. Lalalalalala. Ich finde, man sollte eine gesunde Einstellung einfach zu diesem Ganzen haben und sich nicht halt entmutigen lassen, wenn es mal blöd läuft. Wie gesagt, man kann ja dann einfach auch mal ausmachen. Es gibt auch andere Spiele, die man spielen kann, derweil, oder man, weiß ich nicht, man macht was anderes. Aber wie gesagt, find das in Ordnung. Und man merkt auch, dass zurzeit auch einfach, dass viel im Wandel ist, finde ich. Da merkt man, wird an vielen Ecken und Enden gearbeitet, kriegt man schon mit. Und ich hoffe nochmal, dass wir dann bald auch die Früchte ernten. Ja, ach, ja. Du, mein Gott. Wie gesagt, also
Das, was wir jetzt Ende des Jahres schon, was auf einmal reinkam, alles ist schon deutlich mehr, als wir das ganze Jahr über reingekriegt haben. Ja, das ist richtig, aber ne, jetzt muss es weitergehen, weil du merkst halt, die Server sind am Limit. Ne? Das ist halt Ja, das gut, dass, Problem. Die Server sind am Limit. dass das momentan so ist, das ist uns allen bewusst, glaube ich. Genau, weil es bringt nichts, immer noch mehr reinzubringen, wenn die Server das meiner Meinung nach kaum noch schaffen, das alles zu bewerkstelligen. Ja, aber das haben sie schon vor 2, 3 Jahren mal gesagt, dass die Server das nicht mehr schaffen. Trotzdem wollen die Leute immer mehr neuen Content. Ja, Das, wie ne? gesagt, das ist jetzt wertfrei. Ich meine nur, dass ich denke, dass da die Krux begraben liegt. Ja. Da nicht mehr rein, verdammt. Stellen wir ihn halt hier hin. So, Bums. Das ist noch so ein Ding, verdammt. Genau, deswegen arbeiten sie am Mesh. Genau, sieht's aus. Neo, ist was Interessantes drin da, oder? Das sehe ich ja nicht so. Ich glaube nicht. Ja. Das war leider das, was ich befürchtet habe, dass da jetzt nicht viel Neues kommt, außer Bugfixing. Was heißt befürchtet? Das klingt so komisch. Klingt wirklich komisch. Ja, Muss ja Bugfixing sein. Das ist ja. Ich hatte gehofft, dass das noch ein bisschen mehr bringt als nur Bugfixing. Hey, raus da. also bei der 400i lässt sich das definitiv leichter upsalvagen als gerade eben bei der Vulture. Also Okay. das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Viel flächiger, viel genauer und nicht so viel Stellen, weißt du, die so einen zum Wahnsinn treiben. Ein bisschen weiter geparkt hier. Location, increased damage output, fire rate, Mini takedown, okay. Tractor Beam Physics. Ah ja. Na, schauen wir mal. Ja, oftmals haben sie auch, patchen sie auch Sachen rein, die sie eben nicht draufschreiben, ne? Ja, kannst du natürlich klar, kannst alles haben. Komplett gleich das ganze Schiff absalvaged. Wahnsinn. Das ist geil. Oh, da ist noch mehr drin, als ich dachte hier. Mal gucken, ob ich das alles irgendwie in die 400i, in die, nicht 400i, Quatsch, hier in die C1 noch irgendwie unterbringe. Will das ja gerne noch verkaufen, um zu gucken, ob ich hier mit Plus rausgehe oder nicht. Ich gehe ja sowieso davon aus, dass nicht, aber. Und vor allem will ich gucken, ob auf dem PU das Verkaufen funktioniert. Ja. Und diesen Materialien, weil beim letzten Mal hatten wir das Problem, dass es nicht ging. Ja. Aber Proceeding Food, so oft das bringt schon mal was ein dann. Ja, passiert Food auf alle Fälle. Davon habe ich einen 8-SCU-Container und mehrere 2-SCU-Container. Okay.
Wurde das Ausschalten eines NPC-Feindes im Nahkampf zählt nicht als Tötung. Okay. Das ist tatsächlich interessant. Dann kannst du nämlich einfach NPCs ab sofort Knockout verpassen. Ich muss das ja öfters hier mal. Ich weiß ja öfters, dass ich von Chris durch Chris ein Crimeset kriege. Das ist natürlich praktisch zu wissen dann, dass du die NPCs auch so ausschalten kannst, ohne sie zu killen. Hallo Flat Moki, einen wunderschönen. Flat Moki, einen wunderschönen. Schön, dass du da bist. Schieben wir da mal mit rein. So, dann fliegen wir jetzt mal zum TDD und verkaufen. Kann schon einer von euch runterladen? Ich habe jetzt noch nicht geguckt. Konnte man die Corsair mit der Vulture zerkleinern? Bei der Corsair glaube ich schon nicht mehr, ne? Oh Gott, das ist eine gute Frage. Ich glaube, Corsair war das Letzte, wo, was du noch machen kannst. Ja, ja. Mich das nicht ganz täuscht, ja. Ach komm, wir versuchen es einfach mal bei Orison. Wenn wir schon hier in der Nähe sind. Ui. Hat die Route nicht gesetzt? Nee, hat er anscheinend nicht. Conny ging, glaube ich, nicht mehr, oder? Nee, Conny ging nicht mehr. Die ging definitiv nicht mehr. Da unten ist er. Mein Gott. Jetzt der Patch im Launcher. Ach super, danke. Dann werden wir gleich mal reingucken. Sicher, dass die Kunde nicht geht? Ich bin auch der Meinung. Ich weiß es tatsächlich nicht. Nee, die Conny ging nicht mehr mit der Vulture. Ich weiß nur, wenn ihr die Conny macht, mit den Vertuschungsmissionen da, ich weiß nicht mehr, wie hießen sie noch? Cleanup. Genau, die Cleanup-Mission, dann seht zu, dass ihr nicht die P72 oder P52 euch so einsaugt, weil dann kriegt ihr ein Crimeset. Das hatte ich beim letzten Mal tatsächlich. Kann eigentlich nur P52 sein, weil die Phoenix gibt es glaube ich nicht als Cleanup-Mission, ne? Tanken wir mal hier. Wo bist du jetzt? Ich bin kurz bei L3 gelandet. Ach so. Die Station, die neben uns war. Ah. Ja, ich will ja noch gucken. Ja, ich will noch gucken, ob ich verkaufen kann.
Ja, das wissen wir noch nicht, Omas, so, das müssen wir gucken. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Conny geht. Und auch in den Notstand. Du, es könnte alles möglich sein. Ich bin da jetzt nicht, nagel mich da jetzt auch nicht fest dran, aber mir war so, als wenn es halt nicht geht mehr. Aber das, wie gesagt, das ist vollkommen irre, wertfrei. Nee, Wertfreiheit, ne? Also ich kann nicht tanken und nichts machen. Ich konnte gerade eben tanken. Ja, ich nicht hier. Geht nicht. Ah, jetzt. Meine Güte, das hat aber lange gedauert. Ja, aber meistens springt die einfach ab, ohne dass man einen Crime Set kriegt, wenn du dir die Conny zerkleinerst quasi, ne? Dann springt die sofort ab eigentlich. Oh nein, Nachtfalke ist nicht fehlerfrei. Ich sag mal immer so, von wegen, wenn jemand fehlerfrei ist, dann ist das viel schlimmer. Oder denkt, er wäre fehlerfrei, dann ist es viel schlimmer, als nicht fehlerfrei zu sein. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich verstehe es gerade selber nicht. Absolut. Also ich ohne Frage. Absolut. Ich bin da komplett bei dir. Mega. Bin da komplett bei dir. Ich dachte, was nach Falk gesagt ist, Gesetz. Weißt du noch, wie es früher war? Ja. Früher war alles leichter. Ich auch. Circa 10 Kilo. Hm. Sag mal, bin ich jetzt hier falsch? Nee, ja, das ist doch hier. Wo darf ich denn jetzt landen? Hallo. Wie war das? Ich bin nicht perfekt, aber verdammt dicht dran. Ja, ja, genau. Ja, genau. 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 Oder auch sowas. Meiner ist zwar nicht lang, aber dafür verdammt dünn. Ja, genau. Hm. 10 Kilo, das hört sich nach dauerhaften Rucksack an. Ja. Verdammt nah dran ist er. You cleared launch, Mann, ich will landen. Also wenn jetzt zwei Leute an dem Cargo dran sind mit zwei Traktorstrahlen, dann soll das jetzt trotzdem korrekt funktionieren. Hä? Was? Wie? Und manchmal war es doch so, dass wenn einer, wenn ich zum Beispiel einen Cargo-Container hatte und du damit rangegangen bist, dann hat irgendwann der andere nicht mehr funktioniert. Ach so, ja, ja, genau. Richtig, genau. Ja, ich würde doch aber auch gerne landen, verdammt nochmal. Gib mir doch einen Hangar hier. Jungchen. Ah, jetzt sah ich da was an, da hinten. Also der Patch ist jetzt nicht wahnsinnig groß, ne? Sehr, sehr klein. Also mal gucken, was da alles nicht drin steht. Ne? Was dann die Community jetzt die nächste Zeit jetzt rausfinden wird über den Patch. Sind wir angekommen. Gucken wir mal, ob wir verkaufen können. Lalalala. Ich habe nur 24 Millionen vor mir. 24 Millionen? Ja, ne, ich flieg nach Harkop. Ach so. Da bist du ja selber dran schuld.
Nee. Aber das sind meine ganzen, das ist meine Homebase sozusagen. Das ist 90% ja auch nur ein Stabi-Patch, ja. Ja. Aber sowas brauchen wir halt auch. Oha, ich stehe in Hangar 21. Mein Gott. Ist aber weit weg. Mhm. Also die Lobby sind 2908 Meter entfernt. Bevor genau, nach kommt, Falke. Das sehe ich auch so. Mhm. Das wäre immer das Beste. Genau, neue Bugs stehen nicht drin. Ey. Das wohl war... Aber gut, wie gesagt, schauen wir mal, was der bringt und. Und was den... nicht. Und wann sie den live schicken wollen. Ja, das ist ja sowieso noch eine ganz andere Sache. Was sagt ihr zu den neuen Subscriber-Flares? Ich finde die eigentlich ganz witzig, muss ich sagen. Vor allen Dingen auch mal mehr so, ne? Also gut, für den Centurion jetzt nicht so wirklich. Ne? Der hat ja nur seine eine Shotgun gekriegt. Aber der Imperator, der hat ja schon deutlich mehr gekriegt. Genau. Mit den Skins für die Cyclin und sowas. Genau. Was sind die neuen Flares? Also einmal die Devastator, die Shotgun für den Centurion in Blau. Und der Imperator hat noch bekommen 3 Paints für den STV, für den Cyclin und für die Nox. So, und zwar in Blau. Und dann kannst du dir aber auch noch dazu kaufen. Nochmal die komplette Only ein wunderschönen. Only Lou, ein wunderschönen. Schön, dass du da bist. Und dann kann man sich, wie gesagt, noch dazu kaufen, wenn man das möchte, die FS9 in Gelb und die 3 Skins halt für die Vehicle. Ist das jetzt dein Ernst? Was denn? Das darf nicht wahr sein. Ich komme nicht mal ins Shuttle, weil das auf einmal auftaucht und dann losfliegt in dem Moment. Ja. Ich finde sie gut, wenn Gelb nicht meine Farbe ist, aber für dazu ist doch völlig in Ordnung. Ja, natürlich. Ja, das spricht ja auch niemand ab, Nachtfalke. Niemand. Ne? Und gerade wir als Subscriber, wir machen es ja, um das Spiel zu unterstützen. Also ich subscribe nicht für die Flares, ne? Aber die eigentlichen Subscribing, also eigentlich ist Subscriben so gesehen, ist ja nicht das Unterstützen des Spiels, sondern eigentlich für die Messen, ne? Aber das immer noch so ist. Ja, das ist schlecht. Hier tauchen keine Shuttle auf. Ach doch, jetzt kommt eigentlich eins. Ich sub für Flares. Aber die gelben musst du ja separat dazu kaufen. Ja. Und es sind immerhin 18 Euro, ne? Ja. So wie ich das gesehen habe, glaube ich. Ja. Als Song kein Shuttle nimmt mich mit. Kein Shuttle kein... mag mich. Oder wie war das? Nee, andersrum. Kein Shuttle nimmt mich mit. Keine Sau interessiert sich für mich. Oder so, ja.
Fliegen auch ein bisschen rüppelig heute hier. Ja. Geiler Film. Was? Wie? Hä? Film? Die Comedian haben alles, meinst du, oder was? Wird mal einen Fahrschein kaufen. Ja, das denke ich auch, ne? Meckert immer und dann Ja. kauft er keinen Fahrschein. Hier gibt es halt keine Fahrscheinautomaten. Außerdem, solange ich hier immer den Müll aufheben muss, kann ich auch umsonst mit der Bahn fahren. Oder mit dem Shuttle fliegen. Das Lied war bei der bewegte Mann, ja, und bei den können die Medien haben und es auch. Wasser. Auch geil als Fahrstuhl. Da ist kein Fahrstuhl da. Ja, nee, ist klar. Warte mal ganz kurz, ich habe gerade einen Ja. Hänger im Kopf. Ich war doch kein Comedian Harmonist-Song. Ja, du hast recht, das ist der bewegte Mann. Kein Schwein, dieses Kein Schwein ruft mich an, war ja Naja. kein Comedian Harmonist-Song. Du hängst. Du Stute. Kann man so auch machen, ja. Ist es auch 30 Grad? Nee. Das sind, wenn man ja im Prinzip so viele Sachen im Kopf hat, Ja, das liegt einfach dass man daran, da dass heute manchmal mal mit. Nee, vorbeikommt. das liegt einfach daran, dass heute Mittwoch ist. Nein. Doch. Das liegt Ich am finde, Mittwoch. nein. Mittwochs finde ich immer sehr, sehr schön, weil das ist für mich immer so ein, ja, Bergfest ist erreicht, jetzt geht es nur noch, also positiv abwärts. Bis zum Freitag. Das von Max Rabe, genau. Genau, deswegen sage ich ja. Das hatte ich gerade eben, ich weiß Oha. nicht, wie ich Also auf Chris, die Comedian Harmonist komme, ne? Was ich hast habe du jetzt noch? 42.000 ja ausgegeben für die Mission, ne? Ja. Ich habe 7 SCU Gold und kriege dafür schon 50.000 K. Ja, für dich Gold, ja, das hätte ich dir sagen können. Ja, ich habe aber noch deutlich mehr im Schiff. Also 50, 44. Gucken, ob er das jetzt hier alles macht. Ja. Quarz haben wir noch. Ein bisschen nur. Wir überschlagen das einfach mal so ein bisschen jetzt hier. Das, wir sind bei 51. Rundum. Wir drücken gerade eben, sind wir jetzt bei 53. Als Imperator bekommst du, Omosso, als Imperator bekommst du die Devastator, die blaue Devastator und die blauen Skins für den Cyclen, für die Nox und dem STV. Seeded Food war besser an dem Dings zu verkaufen, Ja. ne? Am Admin, ne? Ja. Medical Supplies auch. Nee, Medical Supplies. Obwohl, doch, ja, doch, das sind ja so die typischen. Ein. Hier weghauen. So, ja, Hauptsache mein Ranger Script. kommt bald. Einfach klar, Script kriege ich hier natürlich auch nicht los. Only was für ein Ranger. Also wir haben jetzt schon 55.000. Ne? Fahren wir nochmal zum Admin eben. Ja, die Ranger, die Motorräder. Ach so, der, ja. Ja, schönen guten Morgen, ja. Alles klar, danke. STV Sport Trabant Spiegel. Das hat doch ein 30K. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Das ist alles okay. Ich hoffe, dass bald die ganzen, dass sie das wirklich hinkriegen, dass dieses Jahr einige der RSI-Schiffe kommen. Die Polaris, Perseus und sowas. Also, finde ich geil.
Nichts gegen Trabi. Kraft der zwei Herzen, ne? Kind der Der zwei, Kraft zwei der zwei Kerzen. Kerzen. Ja. Hat heute die Urgnudel auf. Ich soll mal lieber ein richtiges Postschiff bringen. Nee, heutzutage, also hier wird keine Post mehr geschickt. Hier fliegen die Wale die Post. Dann brauchst du keine Schiffe mehr. Haben die zwei Kerzen auch einen Docht? Ist das so, ja? Lieber Neo, hast du heute die Ulknudeln auf? Den Ulknudelhelm, ja? Alles gut. So geil, ich stehe jetzt im Hangar und hole erstmal die ganzen Kisten aus meiner Walcher. Ich leg 20 DB Boston einfach so ins Schiff. Fliegen nicht weg, ja. Ja, warum sollten die auch wegfliegen? Ist doch gut, dass sie nicht wegfliegen. Einfach mal ein Schiff mit ganz viel Fläche wäre super. Naja, gut, ganz viel Fläche hast du in der C2, in der C1 hast du auch einigermaßen Fläche. Also Corsair hast du hinten auch Fläche. Geht schon. Ja, oder eine Cutter. Ja. Ja, stimmt. Geht auch. Ach, wo renne ich denn schon wieder hin hier? So Quatsch. Ich Christi, ich habe Pinguinentzug. Ja, ich Aber heute ist Mittwoch, der hat heute nicht so viel Zeit. genau. Mittwochs ist für ihn immer ein bisschen unpassend, sag ich mal. Schreib ihn ruhig, dass du Pinguinentzug hast. Würde er sich freuen. Jeder hört ja gern, wenn jemand anders einen Zug von jemand hat. Nee, das war Cousins Cry. Ach, da oben war es, ne? Achso, halt. Mal gucken. Naja, kriegst du auch nicht wirklich viel mehr. Das heißt kein Motter, wir können durchdrehen. Ja, könnt ihr. Aber das Problem ist, wir können ja auch reagieren. Du, warum macht er denn? Ja. Select Cargo to eject. Ja, macht doch einfach. Oh, was ist denn jetzt so? Zehn Medpens für jeden in SC. So. Damit dürfte jetzt nur noch der Scrap an Bord sein, ne? Ja. Den werde ich natürlich so nicht los. Was? Den Scrap. Nee. Den wirst du nur auf dem Schrottplatz los, ne? Obwohl, kannst du es ja mal probieren. Nö, Aber weil. ich hab ja hier schon geguckt, das nehmen sie nicht an. Naja, dann ist es klar, dann musst du auf dem Schrottplatz verbringen, genau. Ja, das will ich ja jetzt nicht. Also. Schrottplatz oder Admin Office, das kriegst du auch noch weg. Nee, Admin war ich ja jetzt gerade. Ach so, okay. So, Quit Game, dann gucken wir mal, dass wir. Mit Drogen haben wir nichts am Hut, nur mit Maze. Achso, ich muss jetzt verifizieren. So. Ach so, ja gut, das kann auch sein. Das kann auch sein, dass sie das genommen haben, das weiß ich jetzt so gar nicht. Ich hatte es vergessen, als ich es eingeladen habe, weil die 17 SCU da, die hätte ich auch draußen lassen können. Oder was anderes dafür, dann hätte dann noch eine weitere Salvage-Mission quasi noch was mitnehmen können.
Ist aber gut, Nachtfalke, dass du einer von den Guten bist und nichts Illegales tust. Das ist lobenswert. Naja, ist das nicht die doppelte Verneinung? Er tut nichts, was nicht legal ist. Heißt es nicht dann, dass er das tut? Er tut nichts, was nicht egal ist. Aber du weißt doch, Minus und Minus ergibt Plus, ne? Ach. Naja, es gibt nur ein Crimestat, wenn man erwischt wird, ne? Ich dachte, du sagst jetzt sowas, es gibt nur ein Crimeset, wenn man mit Christian unterwegs ist, aber. Das hast du ja jetzt selber gesagt, deswegen brauchte ich es nicht mehr tun, weißt Umso mehr für uns, ja, genau. du? Umso mehr Crimestat für uns. Ja, Crimestat habe ich öfters, aber eigentlich immer nur wegen Chris. Welch ein Glück, dass es später NSC-Systeme gibt, die andere Sachen bestrafen als Stanton. Ja, auf alle Fälle. Wieso musst Oder du echt auf Glück uns euch. schießen, Nachtfalke? Keiner hat dir einen Grund gegeben, auf uns schießen zu müssen. Du bist doch jetzt schon im EPTU, oder? Nein, ich fahre gerade mit meinem mit dem Shuttle nach zum Admin Office. Ah, okay. Grüß dich, Pressi. Hi. Brassi, einen wunderschönen. Schön, dass du da bist. Tot gleich tot. Okay. Will das Gesicht komplett verändern, Mensch. Lass mich nichts machen hier. Um mich ja gerade richtig zum Ballern. Warum willst du ballern? Wer ballert denn hier? Hier ballert doch keiner. Niemand hat vor zu ballern. Holehead auswählen. Ja, Pressi, das wollte der Nachtfolge wollte auf uns feuern. Warum auch immer, man weiß es nicht. Ja, er schreibt ja da oben, wenn ihr Ja, wieder böse seid, aber wenn wir wieder böse sind, dann ja, kriegst du das ja ist rein richtig. theoretisch keinen Crimestat, Nachtfalke. Weißt du, ergibt nicht so richtig Sinn. Naja, er will ja uns damit sagen, dass wir oft böse sind, scheinbar, aber das sind wir ja nie. Theoretisch. Ja, über praktisch reden wir jetzt am besten nicht. Nachtfalke. Ich glaube, das kannst du an einer Hand abzählen. Aha. Seit wann haben wir das mal verdient, Pressy? Das ergibt auch keinen Sinn. Eben, wir sind da immer lieb und artig und so. Also ich. Der andere nicht. Das stimmt, aber wir transportieren ja normalerweise keine Drogen. Wenn, dann sind wir beim Schrottplatz, finden da vor Ort Drogen und verkaufen die dort direkt. Ja. Also im Prinzip verkaufen wir sie nicht, sondern wir motten sie ein. Das ist nur Ja, genau. nette Geste von dem Und lassen uns dafür bezahlen. von dem Schrottplatzbesitzer. So sieht's aus. Es soll Mädels in SC geben, kennen aber keine. Ja, das ist klar. Aber ich glaube, die weiblichen Charaktere, die hier rumrennen, davon kannst du an der Hand abzählen, wer da wirklich weiblich ist. Ey, ey, Also du bist jetzt sozusagen im EPTU schon, ja? ey. Ja, auf dem Area 18. Ja, das ist wunderbar. Ich will mal gucken, ob den Savage-Strahl hier noch gibt. Sollst ja nicht eben. Weil der jetzt zum Beispiel nicht mehr drauf stand auf dem Patch Notes. Warum sollen sie den aufpacken? Weil das ja sonst auch immer mit drin steht noch. Oder nicht? Ach, Was war das?
Es hat mein iPad hat geklingelt, oder was meinst du? Nee, ich hatte gerade ein 30K. nee. Ein hängen im Bildschirm, ein Leck. Dann war es ein bevorstehender 30K. Ach, du wieder. Nee, ach so, das ist ja wieder hier mit den Seiten. Wie hieß denn das Ding noch? Nein, das war's nicht. Hallo Papst, Pupsi und Chat. Grüß dich seit dir. Setti, einen wunderschönen. Wie hieß denn das Tool noch? ja, genau. Gib mal Greycat ein, oder? Das ist ja auch ein Greycat. Greycat hatte ich schon versucht, aber finde da nichts. Also. Nö. Oder mach mal S. Nee, sowas wie SRV, nicht SRV, sondern wie heißt denn dieses? Ach Gott. SAV? Nein. Nein. Ach, ST. was weiß der Teufel? So. Wie ist denn das Ding jetzt? Egal. Machen wir es anders. Ist mein Sohn. Oh Gott, oh Gott. Jetzt geht's los hier. Okay, also das gibt's auf jeden Fall nicht anscheinend. Zumindest nicht unter Waffen. Aber wie ist denn das Ding? Was ist mehr PR als wirklich spielen? Ach so. Du willst sagen, ich mache hier PR? Wofür? Seid weiterhin lieb. Ja, immer. Immer. So muss es in die Küche, die Wölfin ist unterwegs. Alles klar, verstehe. Und du weißt, was das bedeutet, ne? Wenn die Wölfin nicht zu futtern kriegt, dann gibt es links und rechts einer. Ja, dann mal viel Spaß beim Kochen. Scheiße, ich habe Weiß ja vergessen, nicht, wie was er das. in der Küche machen muss. Nee, natürlich nicht. Oh, denn Vielleicht das muss Ding er gar nicht jetzt? kochen. Ich muss mal nachgucken, wie das hieß. Genau. Gab's doch hier, oder nicht? Ach nee, Quatsch, ich bin ja auch komplett falsch hier. Ich wollte gerade sagen, das ist doch Ja, im genau. Dumpers Depot. Ja. Wollte er sagen. Nachtfalke, dir noch einen schönen Abend, ne? Und schön, dass du da warst. Ciao, ciao. Tschüss, das Falke, hau rein. Die Zeiten auf der Waschmaschine sind vorbei. Ach, hast du die Waschmaschine in der Küche, ja? Ja, nee, ist klar. Ja. Schön war die Zeit, ne? Aber es alles Gute hat auch mal ein Ende. Nur die Wurst, ja, zwei. Ja. Es ist immer wieder interessant, ne? Sobald ein neuer, also was ich für Performance gerade habe, ja, ist unfassbar. Da merkt man erstmal, wie heftig das ist, ne? Umso länger die Server online sind, Ach so. machen die Grätschen, ne? Das ist krass. Ja. Ja, weil halt eben die ganzen Sachen da bleiben, ne? Ja. Unfassable. Ja, da ist es noch. Cambio SRT. Es genau das meine ich. SRT, das ging mir durch den Kopf. Aber die kannst du wahrscheinlich immer noch nirgends verkaufen, die Dinger, ne? Das wäre eine. Das wäre zum Testen vielleicht gar nicht so verkehrt. Ne? Ich glaube, das mache ich jetzt mal.
So, da muss er wieder irgendwie ein bisschen auch was mitnehmen hier an Ausrüstung. Damit du den Rucksack tragen kannst und so. Dann natürlich auch noch den Kanister gekauft zweimal, ne? Ja, ich habe da ein paar mehr gekauft. Fünfmal? Ja, kann ich verstehen. So. Ach, das ist ja bei Weapon, ne? Das hat ja, ja, genau. Ich aber blöd finde, muss ich gestehen, ne? Ja, das ist auch noch doof gemacht, aber wird sich auch irgendwann ändern. Ach, es gab kein Reset, wir hatten die ja alle noch, ne? Ich habe zwei davon. Oh, auch gut. Ammo. Neo, dir auch noch einen schönen Abend. Schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Neo, mach's gut. Tschüss, tschüss. So. Sind wir zufälligerweise auf dem Server? Schau mal ganz kurz. Und? Weiß ich nicht, warte. So, jetzt lockig. Jetzt. Ich muss nur unter D gucken, wie der Casco. Inventor Party, wer ist raus? Akzeptiert. Ah, wunderbar, schön, da ist er. Ja, sehr gut. Kommen wir Ende Q3 2023 sollen wir ja schon früher bekommen, ne? Sollen wir ja noch vor Q2, also vor Ende Q2 bekommen, oder nicht? Geronimo! Ja, genau. Ey. Alter, also, hast du ein bisschen übertrieben mit deinem Gürtel, wa? Wieso? Nee, kick das mal von außen an, du. Ich weiß, das sieht doch gut aus. Ja. Erinnert mich so ein bisschen an so ein anderes Spiel. Ja. Ja, ja. Ready or not? Ja, genau, die mit ihrem Bombengürtel. Mit den interessanten Gürteln, ja. Mhm. U1 soll 23 sein. Ja gut, da würde ich jetzt nicht unbedingt von ausgehen, dass das klappt. Aber ich glaube, erstes Halbjahr oder sowas hatten sie gesagt, ne? Wir schauen mal. Das ist der Wappenhalter. Ja, was denn für ein Wappen? Der Wappenhalter. Erik hat kein Wappen. Er hat höchstens ein Foto von mir. Das macht er sich immer an den Klamotten. Ah ja, nee, ist klar. Hier, Crew L1. Da fliegen wir mal hin, würde ich sagen. Wer dir das Ding mal? Natürlich kennt man den Film. Die rechte und die linke Hand des Teufels, das ja. Ist ja quasi, das ist der Film über Erik und mir, und Erik und mich. Ich war eher bei der Wampe, dicker Bauch, ach so. Ich glaube, der Film basiert auf mich. Rechte und linke Hand des Teufels, das ist alles. Also Terence Hill und Bud Spencer, das ist quasi Kult, ja, muss man ja sagen. Absolut. Also für mich zumindest. Ich ja. Mag jeder anders sehen, aber. Nee. So, nehmen wir ein Schiff zusammen, würde ich sagen, wa? Ja klar, na klar, na klar, na klar. G.
Geronimo. Ja. Mit was willst du denn fliegen? Weiß nicht, irgendwas mit, von dir. Ach, komm, lass uns mal eine 100i nehmen. Eine 100i? Ja, wir haben die lange. Wir fliegen sowas. Wir fliegen sowas nicht so oft. So, so Starterschiffe. Weißt du, was ich meine? Letztes Mal haben wir die Cutter genommen von mir, jetzt nehmen wir eine 100i. Du hast eine 100i, ne? Ja. Ja. Hast du alles von Origin? Nee. Doch. Nein. Doch. Nein. Ich habe eine 100i, aber keine 125a oder wie die Dinger alle heißen. Ne? Ich habe auch keinen von der 300er Serie. Zumindest nicht, nicht selbst im Besitz, sondern nur als Lohner für irgendwas. Da wir gerade bei Toten sind. Habt ihr mir... Ja, natürlich. Das haben wir mitbekommen, der Kaiser. Oh ja. War ein bisschen überraschend, muss man ja sagen. Ne? Also wir könnten mit einem MPUV Personal fliegen. Du nur wieder. Nein. Ich noch am Start. Jetzt macht doch mal eine hier, was soll denn das? Obwohl, da können wir eigentlich auch. Dann können wir es auch richtig machen hier, ne? Bist du etwa müde? Ein bisschen. Ein bisschen. Es war heute ein anstrengender Tag, muss ich gestehen. Das hast du jetzt ein Schiff oder nicht? Ja, ja, ich hab alles gut. Hol ich eins. Nein, ich hab doch. Ah, wir könnten eigentlich auch mal mit der Sylen fliegen, um den Hintern zu versühlen. Die habe ich leider nicht mehr. Du hast keine Sylen? Nee. Anker 2. Dann, let's go, let's fits. 3 Tage wach. Nur weil ich in der Kühe bin, höre ich trotzdem zu. Das ist gut. Finde ich super, Nachfolge. Vielen Dank dafür. Das ist super. Haben die Ohren geklingelt oder warum bist du? Ich wusste, dass das passiert. Was denn? Was ist passiert? Bin durchgefallen. Ernsthaft? Hm. Aber ist doch nichts passiert. Also im Sinne von Hangar 2. Hangar 2. Lustig, hatte der andere Streamer auch vor 30 Minuten. Ja, passiert, ne? Früher war es so, du konntest in Fahrstühle nicht reingehen, wo der schwarze Bildschirm war. Dann war es eine Zeit lang, du konntest da reingehen und jetzt scheint es wieder so zu sein, dass man nicht reingehen sollte, wenn schwarz ist. Über deine Bodenhaftung müssen wir nochmal reden. Ja, ich bin nicht ganz auf dem Teppich geblieben, würde ich sagen. Obwohl, die Fahrstühle haben auch keinen Teppich, ne? Da kannst du auch nicht drauf bleiben. Ich verstehe das nicht. Das wissen wir, Chris. Mach dir nichts draus. Ah, jetzt bin ich da. Gut, wunderbar. Die Fahrstühle haben eine Macke. Nur mal so. Nö, echt jetzt? Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ja, doch. Oh. Mann, ey. Auch keine Rücksicht mehr nehmen können heutzutage die Leute. Dann noch nicht mal auf den Knopf drücken. Was die Methode. So. Bist du auf den anderen Server gegangen oder was? Nee, ich bin dir wieder hinterher gejoint. Schon abgehoben oder? Also, man sagt mir nach, dass ich abgehoben bin. Manchmal. Ach nee, das Schiff wird despawned sein, ne? Ja, ja, genau. Weil ich ja vom Server runtergegangen bin. Ja, außerdem bin ich gerade durch ein Fahrstuhl gefallen. Echt jetzt? Mhm. Oh Mann. Auch ich, ja. Aber ist überhaupt kein Problem. Das ist überhaupt kein Problem, weil ich bin immer noch der Meinung, es läuft. So. Das würde ich nicht so sagen, weil ich bin jetzt gerannt, um die Bahn zu erwischen. Und wie man sieht, bin genau rechtzeitig angekommen. Rennen, nur um dann wieder an der Haltestelle länger zu stehen. Naja, so schlimm ist es doch gar nicht. Außerdem rennen wir nie, sondern wir bewegen uns nur schneller. Mhm. Ja, vor allen Dingen, wir rennen ja sowieso nicht, weil ich sitze auf dem Stuhl und sitze vorm PC, weißt du?
So. Das versteht Chris wieder nicht. Nee, aber das muss ich ja auch nicht. Das, ich hab's, also ich sag mal so, ich hab's schon verstanden, aber ich fand's jetzt. Ja. Wolltest du mir jetzt sagen, dass. Wolltest du mir jetzt sagen, dass ich nicht unterhaltsam bin? Nee, du warst nur unlustig. Das ist. Das war hallo, das ist. Nee. Das hat was, das, also das hat ja nichts mit Unterhalt, also das hat ja nichts mit aber nicht unterhaltsam zu tun. Das kannst du so jetzt nicht sagen. Du schaffst damit einen gefährlichen Präzedenzfall mit, wenn du sagst, dass ich nicht witzig bin. Also. Das lass nicht meine Frau hören. Die sagt das nämlich auch immer über mich. Ernsthaft? Das ist nicht gut. Und wenn du Pinocchio heißen würdest, wäre jetzt der Bildschirm kaputt. Ja. Ding. Ey, sind so viele Leute hier gerade, die echt tolle Rüstung anhaben, ja? Also ich finde ja diese Ares, Arvis, nicht Ares, finde ich ja super geil, ne? Ich mag ja diesen Vogel-Look da, ne? Mhm. Kann ich verstehen, ich auch. Ja. Nutze ich eigentlich auch viel zu selten. Aber es liegt auch daran, es gibt keinen Rucksack, der da schon zu passt, da. Bei allen anderen Rüstungen ist mir das egal, aber wenn du die Arvis-Rüstung trägst, von wegen dann. Und da machst du einen hässlichen Rucksack drauf, das passt mir irgendwie nicht so. Das stimmt. Die müssten da noch einen Rucksack dafür erfinden. Ah ja. Du hast einen Streamer gesehen, der sich ein Laufband gekauft hat, nur um 3 Stunden Lauftraining während er spielt zu absolvieren? Ja, eigentlich ist das eine gute Idee, ne? Ich meine, wir sind ja eh Zocker. Ob wir dabei noch rennen auf dem Laufband, ist ja. Ich könnte mich da, glaube ich, nicht konzentrieren drauf. Ja, dann kannst du wahrscheinlich nur irgendwie Tetris spielen oder irgendwie sowas. Oder irgendwas, weiß nicht, Sims oder sowas. Also Star Citizen könnte ich auch nicht spielen dann, glaube ich. Ah ja, oder versuch mal dann währenddessen Dingens hier zu zocken. Ready or not. Ready or not, ja. Ja. Chris, ich bin im Hangar 3, ne? Ja, das ist schön. Bist du schon da? Also bist du schon im Hangar 3, ja? Ich bin im Hangar 3, ja. Ja, geil. Dann komme ich schnell zu dir. Der Streamer hat einen Shooter gespielt. Oh, wow. Gut, dann. Was hat er gespielt? Ist er ein Shooter? Ein Shooter? Dann ist er wahrscheinlich extrem gut oder extrem crank, sowas zu machen. Hangar 3, sagte der Mann. Please be aware. So, Hangar 3, sagte er. Wir sind jetzt auf demselben Server und jetzt war diese Problematik nicht da, ne? Also, schon ein bisschen komisch, ne? Oh, was ist denn das für ein Skin? Das ist ja nice. Kann ich das hier irgendwie abschließen? Das wäre natürlich super geil. Das Schöne ist, ich kann das selbst von hier aus aufmachen. Hallo, Peter. So, dann setz dir mal dahin und fliege. Ich muss ja sowieso, weil du kriegst ja wieder den Hangar nicht auf. Richtig. Ah, ist das schön, ich liege. Was sagt ihr zum Thema Basebuilding? Finde ich geil. Ja, natürlich, absolut. Was soll ich da jetzt großartig zu sagen? Ich warte ab, wie sich das, wie das entwickelt wird. Oder wie das nachher aussieht. Ich finde es ganz witzig, dass sie gesagt haben, dass es verschiedene Größen an Fahrzeugen dafür gibt. Dass es anscheinend wohl auch einen auf der Atlas-Plattform gibt und sowas. Dass die Galaxy noch so ein Modul kriegen wird. Also, eventuell so ein Modul kriegen wird. Das finde ich schon ganz witzig. Ist der Foundation Festival Skin, ne? Ja. Ich finde das gut, dass du sowas mal machst. Das ist klasse. Achso, ich wollte noch gucken wegen Missionen. Jetzt haben wir natürlich keine akzeptierte Mission mehr, ne? Nee. Was sagt ihr beiden? Achso, das hatten wir schon.
Savage. Savior Tool für S-Module. Jetzt ist alles so weit weg hier. Was ist denn hier noch? Irgendwann Atlas Plan. Ja, ja. L5. Das denke ich auch, dass sowas noch kommt. Was denn? Für die Atlas-Plattform so aufbauten, ne? Ja, ja, das hatten sie ja in den Bildern gezeigt. Ach ja, und die, genau, und die Pioneer ist ja nicht nur von S bis XL Modul, sondern die Pioneer an sich fungiert ja schon als Basis, als mobile Basis. Ach komm, fliegen wir mit der 100i zu 100i. Danke. Was denn? Ich habe angenommen gerade. Das ist gut. Schön. Ich finde das schön, dass du mal mit da allerdings fliegst. Mal gucken, ob die überhaupt so weit kommt. Warum sollte er denn nicht so weit kommen? Ist nur eine kleine 100i. Ja, ist ja egal. Tja. Ist ja ein krasses Schiff. Bekommt sie? Was meinst du jetzt mit bekommt sie? Die Atlas-Plattform soll das auch bekommen, ja. Zumindest hatten sie da Bilder gezeigt gehabt. Aber wie bist du eigentlich an diese, an diesen Skin gekommen? Indem ich hier, wie heißt das noch? Geguided habe. Nee, der 100i Skin, der war ja nur bei einem Dings drauf, bei einer. Den konntest du damals vom Foundation Festival Skin, gab es den damals nur, wenn du den Starterpaket, jo, das ist ein 100i Starterpaket. Dann weißt genau du doch, woher ich den hab. Von, ja, und hattest du dir einen 100i gekauft, der Starterpaket? Müsste sein, ja. Oh ja, weil ich hatte, ich habe ja auch quasi den Festival-Skin für die Aurora und den gab es ja damals auch nur im, ne? Mit dem Starter-Package, stimmt, ja. Richtig, richtig, richtig. Genau. Das ist auch wieder mit der Pisces von wegen den blauen Skin. Pisces, blaue, ja, genau. Der blaue Skin? War das der blaue Skin? Auf jeden Fall gab es auch so einen Skin. Nicht den von der Medical Pisces, sondern von der C8ER, ne? Von der, ja. C8X. Ja. Ich weiß, was du meinst, hm? Moment, was hab ich hier? Das Fahrzeug in den Bildern sieht nach Atlas-Plattform aus. Ja, ja, genau. Richtig. Ja, das war so ein... Ich finde an sich... Hm? Erzähl. Ich finde an sich die 100i kein hässliches Schiff, ne? Ja, aber ein bisschen ja, hässlich würde ich sie jetzt auch nicht nennen, aber ein bisschen sinnlos quasi, ne? Wieso? Du hast doch hinten die Möglichkeiten, ein SCU reinzukriegen, oder? Ist das nicht ein SCU? Da, wo du dich drin versteckt hast? Nee, ein SCU ist das, glaube ich, nicht, oder? Doch, klar. Zwei SCU müssten das, glaube ich, sogar sein, insgesamt mit unten drunter noch irgendwie. Ah, oh, ja. Racing wird die cool. Ja, aber oh, okay. Ich meine, es ist halt eben eins der Starterschiffe quasi, wovon wir andere haben, die mehr Nutzen haben als das hier, ne? Interessant wird ja bei längeren Strecken dank der AirTech von ihr. Ja, ja, genau, Origin und ihre Air Intake Technologien da. Nicht Air Intake, sondern Fuel Intake und so Scheiß. Irgendwie war das ja, dass der Quantum Drive sich auflädt wieder oder wieder Sprit bekommt, wenn du mit normalem SCM-Speed hier so nach dem Motto fliegst, ne? Ist das so? Mhm. Ach ja, genau. So hieß es. Deswegen, ja. Ich weiß gar nicht, ob das aktuell noch drin ist. Es gab eine Zeit lang, bei manchen Schiffen hat das funktioniert gehabt, ne? Dass du, wenn du normal geflogen bist, dass sich der Quantum Fuel wieder aufgefüllt hat. Aber du musstest dafür ewig fliegen, ne? Wohlbemerkt. Der Quantum Fuel? Mhm. Also.
hat Misk nicht, oder? Hm. Kann das die Starfarer? Die Starfarer kann das, glaube ich, ne? Die normale, nicht die Gemini. Weil die hat ja vorne diesen riesen Intake drin. Ja, aber der ist ja dafür für die Pots hinten eigentlich gedacht. Nicht für das Schiff selber. Die Schiffe sind mittlerweile Lore angepasst. Und haben das nur noch, wenn die Lore das auch hat. Ah, okay. Okay. Starfarer hat die, die große Intake-Raffinerie, genau. Ich weiß nicht, ich wusste nicht, dass das noch funktioniert so. Du brauchst eigentlich die Starfarer ja nur anschubsen und fliegen lassen, so nach dem Motto. Irgendwann sind deine Tanks voll. Ich hoffe doch mal auch, dass die Starfarer dann, nachdem sie irgendwann mal so ein bisschen Liebe erfahren hat, ne, nachdem die mal nochmal angefasst wurde, hoffe ich doch auch mal ganz stark, dass sie das Gameplay des Nachtankens oder Auftankens auch wirklich dann irgendwann mal mehr im Fokus bekommen. Ne? Ja, ja. Das stimmt schon. Gemini hat, genau. Die hat statt des Intake-Griffes ein Waffenmodul. Stimmt, genau. Aber du kannst das umtauschen, habe ich gesehen. Also ein Raketenmodul hat die drin. Genau. Nicht einfach Waffen, sondern tatsächlich Raketen. Aber du kannst es umbauen. Also zumindest war es damals so. Ja, noch kannst du das, glaube ich. Ich weiß nicht, wie das später dann sein wird. Gleicher Slot-Typ, genau. Ist das hübsch, Mensch, wirklich hier. Hübsch. Das sind zwei SCU, du hast vollkommen recht. Sag ja. Mich hat's gemault. Bleib liegen. Warum? Achso, weil du wie ein Bekloppter jetzt dahin eierst, ne? Ja, na klar. Natürlich. Natürlich. Selber schuld, wenn man nicht selber fliegen will. Lebt ja, damit. Ja, doch, okay. Kann damit sehr gut leben. Ich denke nämlich auch ganz fest daran, dass du, wenn du länger fliegst, quasi auch üben kannst. Weil du bist ja nun mal der etwas schlechtere Pilot von uns beiden. Wollen wir mal Racing fliegen oder was? Racing ist für mich nicht Pilot sein, finde ich. Du hast eine Inselbegabung, ja. Aber nur was für Racing. Ich? Eine Inselbegabung, ja. Nur für Racing. Ansonsten ist dein Flugskill so lala. Naja, aber komm, ich bin noch nicht so oft gegen komische und sich gut gegen komische Asteroiden geflogen wie ja, du. Ne? Aber wie willst du doch machen, wenn du so selten fliegst? Das ist ja nun mal. Das kannst ja nun mal auch nicht. Ne? So kannst du das jetzt auch nicht sagen, daran liegt das nicht. Ah ja. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ist ja ein Waffenslot, nein. Geh auf die andere Seite. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt auch schneller geht, ne? Wird auf jeden Fall schneller voll. Ah, das stimmt, ja. Ja. Aber es kann auch am Origin-Schiff liegen. Also, ne? Ja, die Hülle ist hat halt mehr Ertrag, ne? Origin ist. Chris sollte nichts vom Fliegen reden. Ich sag nur Pisces und Vollgas in den Boden, weil der angeblich nichts gesehen hat. Ja, also Teddy, du kannst mir glauben, ich bin eigentlich eher, also ich bin ein sehr guter Flieger. An dem Tag war er dann wirklich, ja. Aber macht dir nichts draus, das kann Sitko auch von wegen, ne? Mit der Pisces in Ausleger in Orison reinrammen. Mit 13 Leuten in der Pisces, also. Ja. Hatten wir gerade die Dings-Mission gemacht.
die Siege of Orison. Und da waren auch Leute drin, die nicht in der Gruppe waren, die wieder mit zurück wollten. Und dann ist Sitgo einmal kurz auf den Desktop getappt und dann einfach in Ausleger bei Orison reingeballert. Dann waren 13 Leute einfach mal tot. Mag dieses große Tool total, muss ich gestehen, ne? Ja, das ist wie mit der Tractor Gun, die große, die finde ich auch geil. Ja, ja, aber wenn man mal überlegt, dass du gar keinen Platz hast, um die Salvage Gun hier, die große, und die Tractor Gun, die große, mitzunehmen. Schon schade. Hast du Platz? Ja, aber dann hast du keine Möglichkeit mehr, eine größere Waffe noch mitzunehmen. Ja, das ist richtig. Ah, ich habe Fuel Dump gefunden. Hast du hier gefunden? Den Fuel Dump. Steht auf dem Schlauch drauf. Ah ja. Das war ein Frei-CS für Sitgo, ja. Der Crimestead war ihm sicher. Ist immer noch ziemlich hell, was der hier so wegbrennt, ne? Total. Na, 64% ist bei mir schon voll. 65. Oh, jetzt haben... Oh! Drück mal rechte Maustaste. Halt die mal gedrückt. Ja, du gehst ran halt, ne? Aber es war beim letzten Mal schon so. Ne, oben rechts die Anzeige. Oben rechts. Hast du die nicht? Nö. Guck mal im Stream. Welche denn? Salvaging Origin 100i Vehicle. Ja, Hull. das war beim letzten Mal schon so. Nee, das hatte ich ja nicht, wo er mir angezeigt 100. Hat. Salvage Material. 100%ig hatten wir da, weil ich darüber nämlich auch die ganze Zeit geguckt habe. Oder es hier wurde nicht angezeigt, aber ich habe das gehabt. Das ist nicht neu. Für mich ist es neu. Mir wurde es nicht angezeigt. Ja, nur denn. Wie er wieder nicht glauben kann hier. Nur denn. Nie glaubst du mir was. Ich glaube dir schon. Aber in der Hinsicht glaube ich dir nicht. Aber die Kapazität hat sich nicht geändert, ne? Ne, 750, aber das ist ja auch in Ordnung. Aber wenn ich mir angucke, was das jetzt für eine Fläche weggenommen hat hier. Ja. Aber das lohnt sich dann schon mehr. Also das ist das, was ich beim letzten Mal ja auch schon angesprochen hatte. Ja. So ist es tatsächlich ein Einstieg in Salvaging ohne die Vulture. Ja. Also wenn du die Vulture noch nicht hast, weil du ganz am Anfang stehst, kannst du tatsächlich so, ne, wenn du mal guckst mit zwei Mann, drei Mann, ne, wenn das alles Einsteiger sind, kannst du auch nur 100 ISO absalvagen. Es ist halt nur die Frage, was du dann für das Material bekommst. Naja, klar. Weil das geht ja jetzt schneller als beim letzten Mal. Ja, ja, es stimmt. Ganz ehrlich, da freue ich mich dann auch drauf, mit dem zweiten Account dann so anzufangen. Ja. Glaube ich, ja. Weil diese Paketmissionen, die haben einfach keinen Sinn für mich. Das ist, das dauert einfach zu ewig, da mal irgendwas zu kriegen. Fuel Feed habe ich gefunden. Mhm.
Also den Kraftstofffuß. Ja. Die Gemini hat auch noch zwei Intakes, also nur ein Modul weniger als die normale Starfarer. Ach so, okay. Wusste ich jetzt nicht. Bessie. Schön. Ich finde das gut. Es klappt gut, ne? Mhm. Bisschen angehoben die Geschwindigkeit, definitiv. Ja? Haben sie getan. Finde ich genau richtig auch so. Ja, ja. Also so macht es tatsächlich auch Sinn, dann mit sowas einzusteigen in Savaging. Ja, ist nicht zu langsam, ne? Ne, und nicht zu nicht zu schnell. Finde ich jetzt, weil eine 100 i, wenn du die mit zwei Mann so abarbeitest, finde ich das in Ordnung, also. Ja. Hm? Mini kann aber keine Gaswolke einsaugen oder man verzichtet auf die Raketen, dann kann sie es. Ja, ja. Ja, aber so finde ich das tatsächlich, macht das Sinn. So gefällt mir das. Wenn ich das Ding jetzt hier voll habe, dann fliegen wir mal eben rüber zum Admin. Ja, sehr gerne. War das Admin oder TDD, wo wir hin müssen? Das werden wir sehen. Dann gucken wir mal, ob das da jetzt schon verkaufen können oder ob das immer noch fehlt. Ja. Also ich habe gleich den zweiten schon voll. Job bald, glaube ich. Oh, irgendwie hängt es gerade. Jetzt geht's weiter. War im Server-Lag, hatte ich das Gefühl. Bei mir nicht so. Also er ging einfach ganz normal weiter bei mir. Okay. Vielleicht hattest du einfach wieder eine blöde Stelle da erwischt. Ja, wahrscheinlich, ja. Aha, da ist er voll. Nee, das ist ein neues Tool, Only Loop. Das ist tatsächlich ein separates Tool. Das Maxlift ist nur ein Tractor Beam. Und das, was wir jetzt hier haben, ist das Cambio SRT. Einfach Lu. Okay, alles klar. Einfach Lu. Machen wir das so. Also, Lu. So. Und dafür gibt es dann auch diese Container. Das ist wie das normale Multitool halt eben. Ne? Da gibt es ja auch diese SRT-Container, Kanister für, nur in klein. Und die haben dann ja eine Kapazität von 250. Und der hat halt eben 750 als Kapazität. So. Ich steig schon mal ein. Und das ist jetzt auf dem EPTU, also es kam beim letzten Mal auch schon. Aber da konnten wir nicht verkaufen. Also da haben wir versucht, die Kanister dann zu verkaufen und das ging einfach nicht.
Das ist echt gut geworden, finde ich. Ja, finde ich auch. Natürlich noch nicht so fortgeschritten wie, wie Mining, finde ich, aber Gut, das ist klar. Aber Mining an ist auch sich einfach macht schon es länger Spaß. da. Und da haben sie auch Naja. viel dran rumgebastelt vorher. Ja, naja, und es ist immer noch nicht in Ordnung an Ja. vielen Stellen. Ja, ich meine jetzt nicht wegen Buggy, sondern wegen dem Game Loop, meine ich jetzt, ne? Und wie voll ist dein Tool? Ich bin gerade fertig. So, jetzt schauen wir mal. Na, das ist geil. Das ist gut. Ah, jetzt ich habe noch mal ein drittes bekommen. Ah, ja, okay. Mache ich das auch noch mal voll. Da geht er schnell. Geht ja schnell, sagt er. Ja. Findest du nicht? Du, ja, ich gebe dir da schon so ein bisschen recht. Allerdings muss man auch sehen, dass das alles erstmal noch die ersten Implementationen sind. Und irgendwie musste das ja gemacht werden dass eine Reclaimer auch die Schiffe einsaugen kann, die sie gerade zerlegt hat. So. Aber das wird noch bearbeitet werden. Und ja, 400 SU, 400 Quatsch, diese 260 SU, 280 SU, oder was ist im Depot bei der Reclaimer? 240. 240 SU ist ein bisschen heftig, finde ich auch. Allerdings musst du da ja auch wieder sehen, dass die Leute, die unten im Lager beschäftigt sind, auch dauerhaft beschäftigt sein sollen, so nach dem Motto, ne? Ja, Das heißt also, die ja, saugen oben ein und unten wird dann gleichzeitig abgearbeitet. ja. Eigentlich. Und dann haben die auch weiterhin was zu tun, während das nächste Teilstück eingesaugt wird und sowas, ne? Oder auch über den Quantum Drive hin und sowas, ne? Macht Multicrew fast unnötig. Das ist wiederum die andere Seite. Ich denke, das hatte CIG so nicht auf dem Schirm gehabt, dass die Leute dann einfach das so reinsaugen und dann sich dann unten hinten reinstellen und das hin und her schieben. Ich denke mal, da werden sie nochmal dran gehen. Für die Vulture finde ich das ganz in Ordnung mit den 12 SU. Ne? Also das eigene Cargo quasi nochmal. Nicht 12. 12? Nee, wie viel SU? Was denn? Wie viel Depot war das bei der Vulture? 13. Ein mehr. 13, ein mehr als das Ding jetzt, genau. Da finde ich das ganz in Ordnung. Und so haben sie es bei der Reclaimer ja auch versucht. War ja zuerst das eigene Cargo als Depot angesetzt. Was dann natürlich viel, viel zu viel war. Viel, viel zu viel. Ja, genau. Also eindeutig zu viel war. Und dann haben sie das ja schon ein bisschen genervt. Also ich denke mal, da werden sie aber nochmal beigehen, dass sie es nochmal wieder ein bisschen runtersetzen. Na. Aber ich finde das grundsätzlich mit dem Depot erstmal eine ganz gute Sache. Pressy, das weiß ich noch nicht. Ich warte auf Chris, aber Chris wird nicht fertig da mit seinem Doch, Tool. doch. Bin jetzt schon bei 470. 470, schon. Ja. Fünfhundert. Das ist richtig, Nachtbalke. Und im Endeffekt, wenn du wirklich richtig den vollen Gewinn rausziehen willst, dann brauchst du eigentlich Multicrew. Oder du brauchst einfach Stunden dafür. Weil rein theoretisch musst du erst die Hülle absalvagen, während du gleichzeitig jemanden draußen hast, der die Komponenten ausbaut, der die Waffen abbaut und sonstiges. Und das alles reinlädt. Und wenn das dann nachher zerkleinert wird, dann musst du dementsprechend auch noch den Piloten haben, damit du nah genug dran bist, um den meisten Gewinn aus dem Zerlegten zu ziehen. Ansonsten machst du mehr Verlust und sowas. Und, ne, also da balanciert sich das eigentlich wieder über die verschiedenen Positionen, die du belegen musst dafür. 670, 680. Ist so, Pressy, ist so.
700. 710. 720. 730. 30. Zumal ich muss auch langsam ins Bettchen. Ja, also ich bin fertig. Ich komme zurück. Hui. Ich würde sagen, wir versuchen das dann hier bei der Station am Admin, oder? Ja, oder haben diese Stationen hier keinen Admin? Natürlich haben die Stationen Admin. Bist du drin? Ja. Dann mach mal hin, Chris. Machen wir schon. Bevor wir alle Bärte bis zum Boden haben. Ja. Ach, Bett, kannst du schlafen, wenn du dort bist. Hast du Zeit dafür, ja. Ich glaube leider, mein Chef sieht das nicht so ganz so gerne, wenn ich da völlig übermüdet ankomme morgen. Ich muss auch sagen, langsam kickt die Müdigkeit auch bei mir rein, ne? Die Augen aufhalten fällt echt schwer gerade. Du warst am Rumtrödeln gerade. Ich hab Trödeln. Lande auf dem Dings. Auf dem Landingpad. Nix, hier wird im Hangar gelandet. Ist ja nicht, was mit dir nicht stimmt, aber. Früher wurden Streichhölzer empfohlen, ja. Ja. Aber die machen mein zartes Augenlid kaputt. Oh Gott. Ja. Ich meine, ich frage nur für einen Freund, wird das heute noch was? Oder? Mach doch mal Wasser in die Augen, Chris. Am Morgen und am Abend. Gut für die Netzhaut, ja, ja. Witzig, ich kann nicht mal Hydrogen Fuel auffüllen, weil es einfach nicht leer ist. Oh ja. Jetzt weiß ich, warum weiblicher Schar. Siehst du, damit hast du es dir selbst beantworten können jetzt, ne? Er fährt schon, Junge, jetzt hat er es aber auf einmal eilig, weißt du? Am Rumtrödeln mit dem Auffüllen. Ja, ja, nicht. Doch, nee, ich muss das dritte jetzt noch voll machen. Ja, na, weil ja. Ich es probieren wollte. Ja, und auf einmal von wegen kann er nicht mal mehr mit dem Fahrstuhl warten. Natürlich. Mhm. Ich hole die anderen Bus schon. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Und da? Es ist so unglaublich. Typisch okay. Chris, echt. Komm, ich bin hier und warte. Jedes Mal dasselbe mit dir. Komm, Chanel. Komm. Das sind immer dasselbe. Ich warte extra auf dich. Guck mal hier hinten. Ich mache immer wieder die Tür auf und zu. Warte. Bin drin. Komm schnell rein. Na, siehst du. Erstmal schimpfen, ne? Mhm. Nee, Flittchen und der böse Golf. Hi there. Hallo. Hä? Ich kann mich hier nicht auswählen. Guck mal, ich versuche mal die Sachen ich wollte gerade sagen, dann muss man wieder ins Inventar hier packen. Also bei mir selber funktioniert es nicht. Nee. Das ist die Frage, wo ist was drin gewesen? Da. Ja. So, Select Location. Nee. Nee, hier geht's auf jeden Fall noch nicht. Nee.
Könnte es noch am TDD sein, ne? Aber das werde ich jetzt nicht heute testen. Nee, nee, ich auch nicht mehr. So, gut. Okay, also am Admin Office können wir es schon mal nicht verkaufen. Müssen wir mal beim nächsten Mal testen, ob das noch geht. Ja. Ob das irgendwie geht beim TDD nachher. Ja. Aber ich muss jetzt erstmal ins Bettchen. Ich auch. Haben wir noch jemanden, wo wir hinraten können? Oder ist das gerade nicht mehr so angesagt? Hat sich das ausgeratet heute? Dankeschön, Nachfrage. Dir auch. Ihr natürlich auch. Okay, ich schicke euch zu Enuras. Werde da jetzt aber nicht mehr großartig schreiben, wahrscheinlich. Ich werde einfach nur sagen, dass ich weg bin. Mhm. Ansonsten grüßt ihr mal ganz lieb von mir. Und euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Auch von mir. Schön, dass ihr dabei wart. Haut rein. Schöne Restwoche. Und wir sehen uns am Samstag. Quatsch. Nee, Sonntag diesmal. Diesmal Sonntag. Am Sonntag. Für alle, diesmal wird am Sonntag gestreamt. Da Chris am Samstag was Besseres vorhat. Nee, ich mache beim Enos-Event mit. Genau. In Star Citizen. Das ist ein Roleplay. Ist so. Ne? Genau. Ja, dann wünsche ich euch allen einen wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.